Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich hier im Museum Berlin-Karlshorst zu unserer heutigen Begleitveranstaltung zur aktuellen Sonderausstellung Unterwegs in der Sowjetunion. Eine Fotoausstellung, wo wir Bilder von Detlef Steinberg, dem Fotokorrespondenten der Freien Welt, zeigen. Detlef Steinberg war von 1978 bis 1982 als Fotokorrespondent für die DDR Auslandsillustrierte Freie Welt in Moskau akkreditiert und auch nachdem er wieder nach Berlin zurückgekehrt war, führten ihn zahlreiche Reportagereisen immer wieder in die, ja man kann sagen, entlegensten Winkel der Sowjetunion. Bei der Vorbereitung der Ausstellung ist uns allerdings sehr schnell deutlich geworden, dass wir nur recht wenig über die Arbeitsbedingungen wissen, unter denen Detlef Steinberg und seine Redaktionskollegen der Freien Welt ihre Arbeit machen konnten. Und dass das nicht nur für ihn gilt, sondern dass wir generell herzlich wenig wissen über die Arbeit von Auslandskorrespondenten in Moskau zu unterschiedlichen Zeiten. Und von daher lag es für uns durchaus nahe, dass wir im Rahmen einer Begleitveranstaltung versuchen wollen, dieses Wissensvakuum zumindest ansatzweise mit neuen Erkenntnissen zu füllen. Und wenn ich so in den Saal schaue, Sie sind ja sehr zahlreich erschienen, glaube ich, dass wir mit dieser Frage nicht so ganz schief liegen, dass Sie unser Interesse daran teilen. Und um neue Erkenntnisse zu gewinnen, haben wir uns Menschen hier eingeladen, die es wissen müssen. Denn sie waren selbst lange Zeit entweder als Auslandskorrespondenten in Moskau tätig oder haben sich oder beschäftigen sich wissenschaftlich mit dem Thema. Doch bevor wir in das Gespräch hier einsteigen, möchte ich Ihnen gern kurz meine Gesprächspartner in dieser Runde vorstellen. Beginnen möchte ich mit Sonja Mikic, zu meiner Linken, einer Journalistin, die eigentlich gar keiner großen Vorstellung bedarf. Ich denke, den meisten unter Ihnen ist sie bekannt durch ihre jahrzehntelange Arbeit für die ARD in unterschiedlichen Formaten. Hier seien gleichwohl einige prägnante Stationen ihres beruflichen Werdegangs genannt. Nach Studium und kurzer wissenschaftlicher Tätigkeit in den 1970er, Anfang 80er Jahren arbeitete sie als freie Journalistin unter anderem für die feministische Zeitschrift Emma. Nach einem Volontariat beim WDR war Sonja Mikic seit 1984 als Redakteurin, Moderatorin und Reporterin in der Programmgruppe Ausland Fernsehen des WDR tätig. 1992, da wird es für uns sehr spannend, ging sie als Korrespondentin nach Moskau und wurde 1996 als erste Frau Leiterin des dortigen ARD-Studios und zwar bis 1998. Die Erfahrungen aus ihrer Moskauer Zeit flossen ein in das im Jahr 2000 erschienene Buch Planet Moskau, Geschichten aus dem neuen Russland. Danach leitete Sonja Mikic 4,5 Jahre bis Dezember 2002 das ARD-Studio in Paris und ab Januar 2002 die Redaktion des Politmagazins Monitor. Ab Oktober 2011 war sie als Leiterin der Programmgruppe Inland des WDR verantwortlich für die Sendung Monitor, die Story, Menschenhautnah und Dokumentation für die ARD. Im Februar 2014 folgte sie Jörg Schönbohm als Chefredakteurin Fernsehen des WDR. Soweit zu Sonja Mikic. Herzlich willkommen nochmal. Schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung. Ich begrüße als unseren zweiten Gast Dr. Christian Neef. Er ist gleichermaßen Journalist und Sachbuchautor. Nach Studium und Promotion an der Universität Leipzig arbeitete er von 1979 bis 1990 als außenpolitischer Journalist beim Rundfunk der DDR, für den er 1983 als Korrespondent nach Moskau ging. Von April 1991 bis 1996 und dann noch einmal von 2014 bis 2017 arbeitete Christian Neef für den Spiegel in Moskau.
Ich denke, diese unterschiedlichen Rahmenbedingungen für die journalistische Tätigkeit dürften heute Abend auch von besonderem Interesse sein. Christian Neefs Schwerpunktgebiete sind die Berichterstattung aus Russland und den anderen ehemaligen Republiken der Sowjetunion, dem Kaukasus, Zentralasien und Osteuropa. Er hat sich aber auch mit Afghanistan beschäftigt und aktuell mit dem Krieg in der Ukraine. Zwei seiner Bücher betreffen unmittelbar das Thema unseres heutigen Abends, Ein Land in Bewegung, berichtet zur Perestroika 1985 bis 1989 aus dem Jahr 1990 und das 1995 erschienene Buch Russland, Gesichter eines zerrissenen Landes. Last but not least begrüße ich sehr herzlich Dr. Kirsten Bönker. Sie hat Geschichte, osteuropäische Studien, Rechtswissenschaften und Slawistik an der Universität Bielefeld studiert. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen in der Geschichte des russischen Zarenreiches und der Sowjetunion. Sie beschäftigt sich in transnationaler und verflechtungsgeschichtlicher Perspektive mit dem Kalten Krieg, Medien, Kommunikation und Öffentlichkeit, Konsum- und Geldpraktiken sowie mit Stadt- und Urbanisierung, Zivilgesellschaft und Lokalpolitik, also ein weites Feld. Nach der Promotion 2007 zum Thema lokale Gesellschaft, Lokalpolitik und Öffentlichkeit im ausgehenden Zarenreich 1890 bis 1917 folgte 2017 die Habilitation mit der Arbeit Brave New World, Watching TV and Political Communication in the Late Soviet Union. Nach Stationen in Bielefeld, Oldenburg und Göttingen ist sie seit 2021 akademische Oberrätin für osteuropäische Geschichte an der Universität zu Köln. Und das macht das besonders spannend für uns heute. Eines ihrer aktuellen Forschungsprojekte betrifft die westlichen Moskau-Korrespondenten zwischen 1945 und 1991. Soweit zu unseren Gästen heute Abend, die ich hiermit nochmal alle sehr herzlich willkommen heiße. Zum Ablauf des Abends, ich habe natürlich selbst so die eine oder andere Frage, die ich unseren Gästen hier gerne stellen möchte, aber wir werden natürlich dann zu einem späteren Zeitpunkt auch das Podium öffnen, und sodass Sie auch Gelegenheit haben werden, Ihre Fragen zu stellen. Das Ganze wird so etwa anderthalb Stunden dauern, so bis 8:30, aber Sie werden auch danach Gelegenheit haben, wie Sie es bei uns gewohnt sind, beim Gläschen Wein das Gespräch fortzusetzen. Herr Neef, ich hatte eingangs erwähnt, Detlef Steinberg war von 1978 bis 1982 in Moskau akkreditiert. Sie sind ein Jahr später, 1983, als Korrespondent für den DDR-Rundfunk nach Moskau gegangen. Wie kam es dazu? Was war Ihr Impuls? Was waren Ihre Erwartungen? Und worin bestand konkret Ihre Aufgabe? Ja, mein Impuls, das ist eine gute Frage. Ich hatte überhaupt nicht vor, nach Moskau zu gehen, sondern das Schicksal hat mich dahin getrieben. Ich war 1979 vom Studium gekommen, war ein junger Redakteur bei der Außenpolitik. Ich wollte immer Außenpolitik machen, habe schon seit dem Volontariat mich beworben, um Außenpolitik machen zu können beim Rundfunk, und das hat dann auch geklappt. Und kam 1979 zum Rundfunk nach hierher nach Berlin und hatte einen Traum, ich wollte nach Lateinamerika gehen. Ich hatte auf der Universität auch Spanisch gemacht. Es gab natürlich nicht viele Korrespondentenposten in Lateinamerika. Die DDR hatte einen Posten natürlich auf Kuba und einen zumindest bis zum Putsch in Santiago de Chile. Mehr Posten gab es nicht, also rar genug. Die Aussichten waren also sowieso sehr gering. Aber man wurde natürlich zuerst mal gesteckt als junger Absolvent in die Redaktion Sozialistische Länder, wie sich das nannte. Es gab eine Redaktion Westeuropa, eine Redaktion Sozialistische Länder, eine Weltwirtschaft und so weiter. Und man landete als Absolvent dort. Und ich war noch nicht lange da gewesen, 2 Jahre. Da passierte in Moskau, man hatte zwei Korrespondenten gehabt, der Rundfunk, zwei Korrespondenten in Moskau, da passierte etwas,
was damals gar nicht so selten passierte, wenn man bedenkt, wie die Lebensbedingungen waren in solchen Ländern wie der Sowjetunion. Man lebte als Korrespondent in abgeschirmten diplomatischen Häusern, war völlig auf sich gestellt, hatte relativ wenig Kontakt. Das war bei DDR-Korrespondenten übrigens nicht anders als bei Westkorrespondenten. Wenig Kontakt und so weiter. Man war also sehr immer auf den zweiten Mann fixiert. Und dort waren also zwei Ehepaare und die konnten irgendwann miteinander überhaupt nicht mehr umgehen und sie mussten mit einem Schlag abberufen werden und zwar gleichzeitig, man hatte keinen Ersatz. Und so kam ich zu diesem Posten völlig ungewollt und unvorbereitet und landete dort 1983. Also es war überhaupt nicht meine Vorstellung gewesen. Dass ich dann dort geblieben bin und bis heute mit diesem Thema verwachsen bin, das ist nun die andere Seite der Medaille. Aber wie gesagt, es war keine Absicht, kein Impuls da gewesen. Wie sind Sie diese Arbeit angegangen? Also Sie trafen da quasi, waren allein auf weiter Flur, weil die Kollegen schon abberufen waren. Oder wie darf man sich das vorstellen? Waren Sie da völlig auf sich allein gestellt oder gab es doch irgendwie ein Redaktionsbüro? Wie darf man sich das vorstellen? Man muss ja zwei wieder hinschicken, zwei Kollegen, sonst ist das so ein Büro nicht zu betreiben. Beim Rundfunk oder beim Fernsehen fällt so viel an täglicher Berichterstattung, also Frühprogramme, Mittagsmagazine, Nachmittagsmagazine, Abendprogramme, das schafft kein Korrespondent allein. Also dann kommt er zumindest nicht mehr auf die Straße und kann überhaupt nichts mehr recherchieren. Man hat einen älteren Kollegen hingeschickt, sozusagen als den Pfeiler, den wichtigen Pfeiler, der das Büro zu tragen hat und mich als Frischling dazugestellt. Und wir beide hatten uns dann aufeinander einzustellen, was nicht leicht war, weil der Altersunterschied war sehr groß, auch die Vorstellung waren sehr unterschiedlich. Das war ein Mensch, der eher sich sehr an die Vorgaben gehalten hat. Und nun muss man natürlich dazu sagen, ich kam in einer Zeit, die besonders schwierig war. Also generell war die Berichterstattung für DDR-Journalisten ja nicht einfach. Man konnte viele Themen überhaupt nicht ansprechen. Das verbot sich von selbst. Wenn man es tat, also ich weiß noch, ich habe mal als die Perestroika Gorbatschow schon begonnen hatte, habe ich mir ein Feld gesucht, wo ich ein bisschen mehr über Perestroika schreiben kann und habe dann begonnen für die Weltbühne zu schreiben, die ja damals hier im Lande ein Blatt war, das ein bisschen mehr Spielraum hatte. Und da hatte ich gleich in einem der ersten Beiträge den 20. Parteitag der KPdSU von 1956, also die Khrushchev-Rede und die Abrechnung mit dem Personenkult erwähnt und dann rief mich mein Chefredakteur hier aus Berlin an und sagte, der übrigens sehr wohlwollend war, er habe das gelesen, finde alles gut, aber ich möge um Gottes Willen nie den 20. Parteitag in dem Programm erwähnen. Also daran sehen Sie, wie diffizil das war. Man hatte sogar Angst vor der Erwähnung dieses Schlüsselparteitages und so war es bei vielen Themen. Das war also wirklich sehr, sehr problematisch und vor allem extrem unbefriedigend. Und als ich hinkam, entwickelte sich gerade, es war noch Andropow, war noch Generalsekretär, von Gorbatschow war zwar schon viel zu hören, aber noch nichts zu sehen. Und es waren viele sehr schwierige Themen. Also das erste große Thema, das ich hatte, kam nach ein paar Wochen aufs Tablet. Das war der Abschuss der koreanischen Boeing. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert, alles lange her. Flug 007, KL 007, abgeschossen von einem sowjetischen Jäger über dem Ochotskischen Meer am 1. September 1983. Das war also gleich zu Beginn mal. Und das war nun zum Beispiel ein Vorgang, wo du als DDR-Korrespondent natürlich sofort in Schwierigkeiten geraten bist. Das ist ein Dilemma. Natürlich war die Vorgabe immer, wir kommentieren möglichst wenig, wir halten uns an das, was offiziell mitgeteilt wird von sowjetischer Seite. Und wer diese Dinge noch im Kopf hat, weiß, was da passiert ist. Da wurde zuerst abgestritten, dann wurde es langsam aufgeweicht, bis im Laufe einer Woche dann auf einmal zugegeben wurde, dass man selbst diese Maschine abgeschossen hatte und da 240 Leute ums Leben gekommen waren. Also das war schon das erste große schwierige Thema.
Und so ging es dann immer weiter. Es war die Zeit, als die Pershing-2-Raketen aufgestellt werden sollten, als Folge des NATO-Doppelbeschlusses. Und die Debatte längst begonnen hatte über die SS-20-Mittelstreckenraketen. Es war die Zeit Afghanistan-Krieg. Also alles Dinge, die darzustellen sehr, sehr schwierig waren. Und wir mussten uns dann immer, wie gesagt, auf die offizielle Linie zurückziehen. Aber damit will ich nur andeuten, in welche Lage wir hineingekommen sind. Also man sage nicht, dass es leicht war für einen ostdeutschen Korrespondenten dahin zu gehen und einfach nur das Land zu beschreiben. Er hatte viel mehr Probleme, glaube ich, als andere, weil er natürlich die Wirklichkeit sah und trotzdem bestimmte Themen nicht ansprechen durfte. Das war extrem schwierig. Vielen Dank erstmal soweit. Ein Wort, was Sie verwendet haben, Vorgaben. Gab es da direkte Vorgaben, Anweisungen aus Berlin, aus der Berliner Redaktion oder auch bei der Themenwahl oder hatten Sie da doch gewissermaßen auch Mitspracherecht quasi? Ja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist ein weites Feld, das kann man lange sagen, lange ausführen. Man muss da sehr unterscheiden zwischen den einzelnen Medien. Es gab, wenn wir die zentralen Medien der DDR in Moskau nehmen wollen, dann waren das natürlich die Parteizeitung Neues Deutschland, es war die Nachrichtenagentur ADN, es war das Fernsehen. Das waren die drei Schlüsselmedien. Ich will Ihnen nur sagen, wie das Fernsehen mitunter arbeiten musste. Das Fernsehen, da guckte das ganze Politbüro drauf, das war also, da konnte man sich nichts Eigenes leisten. Die fuhren abends oft zu ihrer Standleitung nach Ostankino, um ihre Berichte zu liefern für die Nachrichtensendung. Und sie fuhren manchmal hin, ohne überhaupt was in der Hand zu haben, sondern bekamen dort den Text, den sie dann vorzulesen hatten. Das war natürlich das Extrem in bestimmten Situationen. Das Extrem. Der Rundfunk hatte den Vorteil, dass ihn keiner so richtig beachtete. Es gab ja in der Parteiführung eine Agitationskommission, die die Medien anleitete. Der Rundfunk hatte ein bisschen Narrenfreiheit. Es verhörte sich ja auch alles. Es wurde gesendet, es war weg. Es wurde zwar mitgeschnitten zum Teil, aber man konnte nicht auf jede Sache reagieren. Während das Neue Deutschland, da sah man die Artikel am nächsten Tag, das Fernsehen, wie gesagt, da guckten alle auch vom Politbüro hin. Das waren also Riesenunterschiede. Und der Rundfunk, wie gesagt, war einfach derjenige, der die wenigsten Vorgaben hatte. Eigentlich kann ich mich überhaupt nicht erinnern, dass man da Anrufe bekam, sagt, das und darfst du nicht machen, das darfst du nicht machen, bis auf solche, die ich schon erwähnt hatte. Aber man wusste einfach selbst, welche Themen sie absolut nicht hören wollten. Man machte sie mitunter manchmal, dann fielen sie weg, also waren sie weggeworfen worden. Das merkte man erst mit der Zeit, also nehmen wir Geschichtsthemen, ne, die dann während der Perestroika so relevant wurden. Selbst in der Zeit war es nicht möglich. Deswegen habe ich ja begonnen, für die Weltbühne zu schreiben. Oder nehmen Sie Dissidenten. Einfach nur, fällt mir gerade Gerd Ruge ein, ne, welche Freundschaft er mit Boris Pasternak entwickelt hatte. Dr. Zhivago hätten wir als Buch überhaupt nicht einführen dürfen oder erwähnen dürfen. Das war einfach, das wusste jeder von selbst. Oder das Thema Antisemitismus, Alltagsantisemitismus in der Sowjetunion, die Spannungen, die es ja gab zwischen der DDR und der sowjetischen Führung, das wurde alles nicht angesprochen. Wenn man politische Themen behandelte, auch was die Raketenrüstung betraf, hielt man sich an die Pravda, also für die Mittagssendungen las man oft oder rezitierte aus Kommentaren, wie die sowjetische Seite das Abrüstungsthema gerade sah. Mehr Spielraum hatte man nicht. Das ist aus heutiger Sicht sehr bedrückend, sehr peinlich, aber so war die Realität und deswegen haben viele versucht, auf andere Art und Weise Themen zu entwickeln, Themen zu veröffentlichen. Es gab schon durchaus Spielräume, aber das ist ein weites Feld. Da könnten wir lange drüber reden. Ja, das denke ich auch. Also ich glaube, Perestroika ist erstmal für sich schon ein Kapitel, worauf wir sicherlich auch nochmal zurückkommen werden. Aber ich würde Sie, Frau Mikic, gerne fragen. Sie sind ja 1992 nach Moskau gegangen.
da war die Sowjetunion, also zu einem Zeitpunkt, als die Sowjetunion gerade zerbrochen war. Also das Land durch eine allgemeine große Verunsicherung gekennzeichnet war, wenn man es mal so ganz vorsichtig umschreiben mag. Daher aber trotzdem auch meine Frage an Sie. Was war Ihre Motivation, auch zu diesem Zeitpunkt gerade irgendwie nach Moskau zu gehen? Ja, ich muss doch ein bisschen vorgreifen. Sorry, wenn ich Ihre Dramaturgie jetzt durcheinander bringe. Aber ich war tatsächlich ein Jahr nach Tschernobyl, das erste Mal in Russland. Und das hat etwas zu tun mit einer Kommunikationsbereitschaft seitens meines Senders, was für mich einmalig war und was man heute vergessen hat und was wichtig war, nämlich die sogenannten Fernsehbrücken. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, es war fantastisch, nämlich Gorbatschow war schon an der Macht, er lüftete sozusagen und die Idee war, normale Bürgerinnen und Bürger auf beiden Seiten in eine Live-Sendung durch einen Satellitenlink zusammenzubringen. Natürlich waren die auf russischer Seite oder sowjetischer Seite, muss man noch sagen, ausgesucht, aber sie waren schon ein bisschen so mit etwas Luft und etwas leichter ausgesucht, nämlich tatsächlich Sportler, Künstler. Ich weiß noch, es gab eine Heavy-Metal-Band, die wurde dann als, wie hießen die nochmal, informelle Gruppe vorgestellt. Ja, also es gab so komische Begriffe dafür. Und das Schöne war tatsächlich, auf beiden Seiten waren ungefähr 100 Menschen, die sich gegenseitig fragten, wie feiert ihr, es war nämlich die Weihnachtszeit, wie feiert ihr am Jahresende, kommt die Familie zusammen, was sind eure Lieblingsgerichte? Also ganz viel Wohlwollen, Umarmung, Interesse auf beiden Seiten. Und ich weiß, dass die russischen Kollegen ein bisschen mehr sich immer rückversichern mussten, aber es war gewollt, ja. Es war eine diplomatische Medieninitiative, man wollte sich kennenlernen. Und ich durfte eine dieser Sendungen moderieren, ich war völlig glücklich und interessierte mich ohnehin für Russland, ohne Slawistik studiert zu haben, aber doch mit einem slawischen Background. Mein Vater war Serbe und es gab immer so dieses wohlige Gefühl, was jetzt Russland, das Slawische und so weiter betrifft. Und im Studium Politikwissenschaft habe ich stark gearbeitet am 20. Jahrhundert, was da passierte. So, Punkt erstmal. Dann kam tatsächlich das Frühstücksfernsehen. 92 war das und man brauchte einfach eine dritte Person in Moskau. Und Gerd Ruge hatte mich kennengelernt als Urlaubsvertretung, aber auch lange, lange Gespräche und wir haben unglaublich gerne miteinander diskutiert und er hielt mich vielleicht sogar zu Recht, aber auf jeden Fall für politisch interessiert und wollte nicht irgendjemand, sondern wollte mich und hat mich dann geholt. So, 92, man darf nicht vergessen, 91 schaffte Jelzin jegliche Zensur ab und ich würde sagen, das waren die ersten Jahre unter Jelzin, unter den Bedingungen jetzt auch von Wildostkapitalismus, muss man dazu sagen, war es fantastisch für mich und für andere Korrespondenten und ich habe immer gesagt, das waren meine Champagnerjahre. Ich wollte von morgens bis abends nur berichten, ich fand alles interessant, ich fand die Menschen interessant und die Menschen fanden uns interessant. Ja? Also da war keine Scheu mehr, keine Angst, keine Berührungsängste. Wir haben, ich habe das hier alles aufgeschrieben, aber ich werde jetzt nicht den Laden hier aufhalten, aber wir haben einfach alles, was uns in Sinn kam, konnten wir berichten. Sprich, wie wird Kalaschnikow hergestellt, fahren wir dahin. Ich hatte fast zur gleichen Zeit meinen USA in einer Waffenfabrik drehen wollen, das klappte nicht. Ja? Aber das klappte, warum? Weil geahnt wurde und vielleicht auch einfach noch nicht so richtig über die Kraft der Medien nachgedacht wurde, dass viel Berichterstattung auch für das Profil Russlands im Westen gut ist. Und wie gesagt, wir haben
unendlich viel berichtet über alle wirtschaftlichen, politischen und sonstige Themen. Tschetschenien können wir vielleicht gesondert mal diskutieren. Es war also sehr, sehr, sehr vieles möglich. Die Korrespondenten waren auch ja, so ein bisschen so eine Clique, also zumindest die, mit denen ich zu tun hatte. Das waren natürlich auch Fernsehen, und das wird Christian Neff bestätigen können, hatte mehr Geld, um auch Leute in alle Welt dazu schicken für Reportagen. Die hielten ganz gut zusammen, die tauschten sich aus. Wir tauschten uns mit russischen Kollegen aus. Es gab da eine ganze Riege von interessanten Glasnost-Russen, die also tolle investigative Arbeit machten. Glauben Sie mir, ich übertreibe nicht. Das waren goldene Jahre. Und es waren goldene Jahre auch deswegen, weil Privatfernsehen, private Medien dazukamen. Es gab viel Konkurrenz zum staatlichen Fernsehen, zum ersten Programm. Und die überboten sich zum Teil an Ideen. Ich rede nicht nur von der Satire-Sendung Kukli, die unverschämt war und die Obersten da auseinandernahm, sondern wirklich auch ernsthafte investigative Arbeit, die sich mit Monitor, Panorama und Co. vergleichen lässt. Also goldene Jahre in dieser ersten Hälfte der 90er Jahre. Ja. Vielen herzlichen Dank. Also der Impuls war Liebe zum Land. Ja, Frau Bünker, ich würde gern zu Ihnen kommen, weil Sie haben ja dieses Spektrum noch mal viel weiter gefasst. Also erstmal vom Zeitrahmen 45 bis 91 und dann geht es nicht nur um jetzt deutsche Auslandskorrespondenten, die in Moskau tätig waren, sondern über westliche forschen Sie. Können Sie uns da etwas genauer sagen, was so Ihre Fragestellungen sind, welche Sie im Fokus genommen haben? Ja, also genau genommen habe ich die Zwischenkriegszeit auch mit einbezogen, denn die ist eigentlich sozusagen im Vorgriff des Kalten Kriegs. Im Grunde der Ost-West-Konflikt bildete sich ja seit der russischen Revolution von 1917, seit dem Oktoberumsturz heraus, die Konkurrenz der Ideologien zwischen Ost und West, und auch schon in den 20er und 30er Jahren waren sozusagen die Korrespondenten, fast alle Männer in den 20er, 30er Jahren, diejenigen, die das Wissen sozusagen hinter diesem abgeschotteten Bereich in den Westen gebracht haben. Das ist letztlich überhaupt sozusagen auch so ein bisschen mein Impetus gewesen, warum ich mich für Korrespondentinnen und Korrespondenten angefangen habe zu interessieren. Das erste ist, wenn man sich überhaupt mit Zeitgeschichte beschäftigt und nach zeitgenössischen Quellen sucht, sind es halt auch häufig erstmal die Korrespondentenberichte, ne? Zeitungsartikel. Fernsehen ist ein bisschen schwieriger zugänglich, also jetzt mittlerweile, Herr Neff hat eben gesagt, es ist wenig aufgezeichnet worden, aber in Potsdam im Archiv liegt ja doch auch eine ganze Menge auch über Korrespondentenberichte, DDR-Korrespondentenberichte. Aber eben erstmal die schriftlichen Quellen, die Zeitungsartikel sind die, auf die man eben als Historikerin immer mit als erstes stößt, wenn man sich mit Zeitgeschichte beschäftigt, sozusagen die zeitgenössische Beobachtung, in dem Fall dann der anderen jenseits des Eisernen Vorhangs. Man wusste ja nicht viel darüber. Das war in den 20er Jahren noch schwieriger, als das Reisen noch viel schwieriger war und viel weniger Leute gereist sind. Aber auch in Zeiten des Kalten Krieges sind ja nur eine ganz ausgewählte Anzahl und wenige Menschen wirklich hatten die Möglichkeit, hinter den Eisernen Vorhang zu reisen. Insofern sind die Korrespondentinnen und Korrespondenten ja eine sehr, sehr exponierte Gruppe, die eben medial mit dem Aufkommen des Fernsehens seit den späten 50er Jahren, in den 60er und 70er Jahren vor allen Dingen, unser Bild geprägt haben, unser Wissen geprägt haben. Denn insofern, es gibt ja diesen schönen Begriff der Gatekeeper, die Themen gesetzt haben. Das gilt natürlich auch für die Berichterstattung über die westlichen, alle Länder in der ganzen Welt, aber eben sehr spezifisch auch über die Länder jenseits des Eisernen Vorhangs. Insofern kam es einerseits sozusagen wirklich so über das wissenschaftliche Interesse,
dass man erstmal diese Artikel, wenn man sich überhaupt für die sowjetische Geschichte interessiert hat, dass man eben auf die Berichte als Quellen gestoßen ist und dann sozusagen etwas lebensweltlich bin ich auch ein Kind des Kalten Krieges und Gerd Ruge ist halt schon mehrfach erwähnt worden, dieses eindrückliche Bild, Gerd Ruge mit seiner Schapka auf dem Roten Platz, ist ja irgendwie das, was alle, die etwas älter sind als 35, irgendwie doch sehr einprägsam, denke ich, immer noch vor Augen steht oder auch Fritz Pleitgen beispielsweise. Ne? Das sind ja irgendwie so Personen, die haben irgendwie immer, das, jetzt wenn man ein Kind des Kalten Krieges ist, sozusagen das Aufwachsen irgendwie geprägt, das Bild geprägt, auch über die Sowjetunion und eben insofern auch das Wissen bereitgestellt und dann natürlich auch spezifische Deutungen bereitgestellt. Und wenn man sozusagen als Historikerin auf die Korrespondentenberichte als Quellen schaut, stellt man fest, dass gerade eben die Berichte über das sowjetische Alltagsleben beispielsweise, aber auch über internationale Beziehungen, jetzt sozusagen harte politische Themen, dass es ja oft eben sehr scharfe, sehr gute, präzise, sehr scharfe zeitgenössische Beobachterinnen und Beobachter waren. Gleichzeitig, ich beschäftige mich ja eben nicht nur mit den deutschen, sondern auch mit dem, vor allen Dingen mit den westdeutschen Korrespondenten, sondern eben auch mit den amerikanischen und französischen. Gleichzeitig stellt man eben fest, es gibt eben natürlich doch auch sehr national geprägte Blicke dann im Kalten Krieg auf die Sowjetunion. Natürlich war der amerikanische Blick auf die Sowjetunion geprägt durch die Konkurrenz im Kalten Krieg ein durchaus anderer als der westdeutsche Blick und der französische Blick war nochmal ein ganz anderer, weil es in Frankreich eine ganz starke kommunistische Partei gegeben hat, eben ganz im Unterschied zu Westdeutschland mit der ganz klaren antikommunistischen politischen Kultur. Einerseits eben politisch ein sehr kritischer Blick auf die Sowjetunion, andererseits waren gerade die westdeutschen Korrespondenten diejenigen, die man auch als Brückenbauer bezeichnen kann im Kalten Krieg, denn die westdeutschen Korrespondenten sind im Unterschied zu den amerikanischen Korrespondenten immer schon mit sehr viel Landeskenntnisse ins Land gereist. Fast alle amerikanischen Korrespondenten konnten kein Russisch. Die sind in die Sowjetunion, die New York Times-Korrespondenten, Washington Post, San Francisco Post, die wichtigen Zeitungen des Landes haben immer Leute hingesendet, die maximal einen Crashkurs Russisch gemacht haben, kurz bevor sie nach Moskau gereist sind. Wie kann man sich also dann das Land erschließen, über das man berichtet, wenn man die Sprache nicht kann, wenn man das Land überhaupt nicht kennt? Ganz anders die westdeutschen Korrespondenten. Viele, gerade die aus der Kriegsgeneration, viele waren darunter, die eben selber noch als Soldaten im Zweiten Weltkrieg im Land waren. Hermann Pörzgen, der große Doyen der deutschen Osteuropa-Korrespondenz, der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, lange in Kriegsgefangenschaft, auch andere haben sozusagen entweder durch die harte Erfahrung der Kriegsgefangenschaft Russisch gelernt oder hatten andere Beziehungen, aber alle westdeutschen Korrespondenten kamen mit profunder Landeskenntnis, Sprachkenntnis ins Land. Und natürlich hat man dann einen ganz anderen Blick darauf, dann die spezifisch westdeutsche, deutsche allgemeine Beziehung zum Land durch den Zweiten Weltkrieg. Natürlich kamen die deutschen Korrespondenten sozusagen mit diesen Schuldgefühlen da an und auch deswegen hat sich sozusagen auf westdeutscher Seite ein ganz anderer Blick auf die Sowjetunion entwickelt als die Amerikaner, die eben sozusagen im Wissen, die andere Supermacht zu sein, eben über den unmittelbaren Konkurrenten berichtet haben. Und auch die Franzosen eben gerade vor diesem Hintergrund der starken französischen kommunistischen Partei Frankreichs, kam auch häufig mit großer Landeskenntnis und mit Sprachkenntnissen an. Le Monde, also sozusagen die wichtigste Zeitung des Landes, hat da Standards gesetzt. Mitte der 50er Jahre Michel Tatu, der erste große französische Korrespondent, wo der Herausgeber der Le Monde, Boeuf Merie, darauf bestanden hat, dass endlich jemand mit Sprachkenntnissen ins Land geht, hat von da an Standards. Und auch die Franzosen kamen dann eben mit sehr, sehr viel mehr Kenntnissen an und haben auch durch diese starke sozialistische, kommunistische, politische Kultur in Frankreich viel wohlwollender, zugewandter und so weiter über die Sowjetunion berichtet, als es meistenteils in den USA der Fall war. Vielen Dank erstmal dafür. Meine Frage wäre als nächstes, wir sind ja jetzt so in dieser Zeit Anfang der 90er gewesen, da hat sich ja für Sie persönlich, Herr Neef, auch einiges verändert. Sie haben in der Zeit 91 angefangen, für den Spiegel zu arbeiten, also zu doch dann nicht nur durch die Veränderungen in der Sowjetunion,
bedingt, sondern auch durch die politische Wende hierzulande haben sich auch die Arbeitsbedingungen für Sie nochmal verändert. Wie war das ein Stück Neuanfang oder ging es für Sie eigentlich kontinuierlich weiter? Oder andersrum gefragt, was veränderte sich für Sie als Auslandskorrespondent in Moskau? Ja, Sie werden jetzt vielleicht lachen, wenn ich Ihnen sage, was für mich eigentlich das erste schwierige Moment gewesen ist. Das war, als mir dieses Angebot gemacht wurde, das war, zu einem Wochenblatt zu wechseln. Vom Radio zum Wochenblatt zu wechseln, ich konnte mir das nicht vorstellen, was die eine Woche lang machen. Die hatten freitags Redaktionsschluss. Ich hatte keinerlei Vorstellung, was sie von Montag bis Donnerstag machen. Wenn sie beim Radio sind oder beim Fernsehen, wirst ständig angerufen, klingelt ständig das Telefon, du machst Live-Berichterstattung, du hast das Gefühl, du bist ständig da auf dem Sender. Und ich habe dann aber sehr schnell begriffen, den Vorteil, den dieses Blatt bot, nämlich auf einmal Zeit zu haben für Recherche, ins Land zu fahren. Also der Chefredakteur sagte mitunter, nimm dir 4 Wochen Zeit, wenn du die brauchst für eine Geschichte. Also das war ein Luxus, den man überhaupt nicht kannte, mit dem ich lange, lange noch nicht umgehen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, ich muss das ganz schnell zu Papier bringen, ich muss das ganz schnell abliefern. Das war, obwohl es eigentlich mehr eine technische Frage ist, das war für mich in dem Moment fast das größte Moment. Und ich habe länger gebraucht, damit zurechtzukommen. Von den Arbeitsbedingungen her, ja, werden Sie jetzt vielleicht nicht glauben oder so, hat sich nun so viel auch nicht geändert. Wir hatten, muss ich immer noch dazu sagen, schon relativ früh Kontakt auch mit westlichen Korrespondenten. Wir lernten uns ja kennen. Sie müssen sich das vorstellen, selbst als DDR-Korrespondent war man ja ein Einzelkämpfer dort. Wir wurden alle verstreut in der Stadt, in irgendwelchen, wie gesagt, Diplomatenhäusern, zu denen es auch keinen Zugang gab in der Regel für gewöhnliche einheimische Leute. Wir konnten genauso wie andere Korrespondenten nicht in die gesperrten Gebiete fahren, von denen es ja damals noch sehr, sehr viel gab. Kaliningrad, Königsberg, Norilsk, Vladivostok. Wir hatten viele Themen, die wir also schon von sowjetischer Seite überhaupt nicht bearbeiten konnten. Aber wir lernten uns natürlich kennen auf gemeinsamen Reisen, die das Außenministerium veranstaltete. Die wurden, gut, mitunter gab es für Ostkorrespondenten eigene Reisen quer durchs Land, wo man dann bestimmte Themen bearbeitet oder Sendungen machte zu irgendwelchen speziellen Dingen aus dem Alltag der Sowjetunion, aber man machte viele gemeinsame Reisen. Also für mich ganz prägend war, als die Afghanistan-Reisen von Moskau aus begannen. Ich bin ja zu Afghanistan, was ich dann jährlich besucht habe, auch länger, immer im Bürgerkrieg und später, eigentlich nur dazu gekommen, dadurch, dass unter Gorbatschow auf einmal das Außenministerium bemüht war, Offenheit herzustellen. Sie wollten einerseits demonstrieren, wir schaffen es in dem Land, wo wir den Krieg eigentlich begonnen haben, 1979, wir schaffen es, eine nationale Versöhnung, vermeintlich, herzustellen zwischen Najibullah und dem Mujahedin. Und wir wollen euch zeigen, wie wir doch relativ friedlich abziehen aus diesem Land. Das begann so etwa ab 1987 war der Rückzug ja dann zu Ende. Und sie veranstalten dann immer gemeinsame Reisen, die wir also auch mit westdeutschen Korrespondenten machten, nach Kabul über Taschkent und flogen wir nach Kabul rüber. Das fand regelmäßig statt und so lernte man die Kollegen ja auch schon sehr früh kennen. Und das Zweite, das war natürlich immer, ich habe das noch nicht erwähnt, diese Perestroika-Zeit war natürlich auch für uns einfach eine ganz tolle, journalistisch tolle Zeit, auch wenn wir vieles gar nicht abladen konnten hier in der publizistischen Öffentlichkeit. Aber es war eine tolle Zeit, denn wir hatten genauso die Möglichkeiten, Gorbatschow zu begleiten zu den Gipfeltreffen. Also ich weiß noch, ich habe die erste Reise mitmachen können, seine erste Auslandsreise, die ging nach Paris im September 1985.
Ich war kein Reisekader, man musste eigentlich in der Reisekader sein, war ich nicht. Aber mein Chefredakteur setzte sich ein und ich kriegte ein Visum und durfte ihn begleiten. Und so war es dann auch später bei seinen Reisen nach Indien zu den sowjetisch-amerikanischen Gipfeltreffen oder nach Bonn und so weiter. Das war eine richtig tolle Zeit. Und wie gesagt, so lernten wir uns kennen. Und insofern hatten wir uns auch, wir haben vieles kennengelernt, auch an der Arbeit der Kollegen. Also ich hatte besonders Kontakt mit den, natürlich mit den Kollegen vom ARD-Hörfunk, die bis heute, die damals die beiden Büromitarbeiter waren, mit denen ich bis heute sehr eng befreundet bin. Der eine wurde später Chefredakteur des Hessischen Rundfunks, der andere des Bayerischen Rundfunks. Also wir haben uns sehr früh schon ausgetauscht und haben dadurch auch die Arbeitsmethoden kennengelernt. Und das war sehr, sehr hilfreich. Und wir haben zum Beispiel dann auch zusammen, weiß ich noch, die erste gemeinsame Wahlparty 1990 gemacht, als es die ersten Wahlen gab oder die letzten Wahlen in der DDR. Also das nur so als Muster zu dieser Frage. Frau Mikic, Sie hatten es eben schon so angedeutet, Tschetschenien. Sie sind ja 2001 mit dem Deutschen Kritikerpreis für eben Ihre Auslandsberichterstattung aus Tschetschenien, Afghanistan und anderen Krisengebieten ausgezeichnet worden. Ich weiß von Detlef Steinberg, er ist 1995 auch nach Tschetschenien gegangen, ohne offizielle Genehmigung. Und weitestgehend, soweit mir überliefert wurde, wirklich zu Fuß unterwegs. Ich nehme mal an, Ihre Rahmenbedingungen waren etwas anders, aber sicherlich auch nicht ganz einfach. Würden Sie uns darüber vielleicht berichten? Ja, es war nicht bequem, also von vornherein. Nein, Tschetschenien, da bahnte sich ja etwas an. Und Gerd Ruge, der hatte so ein Gespür dafür. Ja, das war dann nicht nur eine von diesen vielen kleinen Kaukasus-Konflikten, die so aufflackern und dann wieder wegflackern. Er ahnte, dass gerade die Tschetschenen sich loslösen wollten von der Föderation, von der russischen Föderation in dem Fall, und sie fühlten sich auch gerechtfertigt, weil Jelzin hatte gesagt, nehmt euch so viel Autonomie, so viel Freiheit, wie ihr nur schlucken könnt. So. Und dann hat eben der ehemalige Fliegergeneral Dzhokhar Dudajew gesagt, jo, das nehme ich jetzt wörtlich, Tschetschenien ist jetzt ein eigener Staat. Und ich war wirklich in den ersten Tagen dann des russischen Angriffs da, was auch sehr seltsam war und dann später mich auch an das Vorgehen auf der Krim erinnerte, nämlich es kamen Flugzeuge, die nicht gekennzeichnet waren, ja, und die bombardierten aber, und ich weiß noch, dass ich in einem Fall wie ein Hase davongelaufen bin, weil ich ahnte, dass der Flughafen von Grozny, wo dann auch die tschetschenische Flugabwehr und die Flugzeuge standen, bombardiert werden würde. Und Moskau hat es einfach abgestritten, nö, das sind nicht unsere Flugzeuge und so weiter. Es war in den Wochen und Monaten danach, das hört sich jetzt komisch an, aber ich fand es nicht sehr schwierig, Berichterstattung zu machen, wenn man sich dann entschied, mit einer der beiden Seiten sozusagen in dieses Konfliktgebiet zu gehen. Also man ging nicht von Hü nach Hot und wechselte die Front, das war gefährlich. Und ich hatte sehr gute Kontakte zu Tschetschenen, auch durch eine tschetschenische Journalistin, die hervorragend half. Also ich konnte das sehr gut abdecken. Es war in dem Sinn natürlich auch schrecklich, weil es wurde geschossen, es wurde bombardiert, Menschen verloren zum Teil vor meinen Augen ihr Leben. Aber es war nicht schwierig, wenn man eben mit einem guten Pajero und ziemlich viel Wasserflaschen und viele Tütensuppen loszog, dann konnte man berichten. Mir war es ein Anliegen, und es war nicht so einfach, damals klar zu machen, dass das ein nationaler Befreiungskampf war. Und noch nicht, ich betone noch nicht, ein islamistisch unterwanderter Religionskampf. Das war es nicht. Und wenn Ihnen irgendjemand das erzählt, stimmt nicht. In den ersten Monaten,
ja, vielleicht sogar Jahren, also zumindest solange Dudajew lebte und später dann noch ein paar Nachfolger, war das, es ging um die Loslösung. Es ging um die Loslösung, basierend auch auf einer jahrhundertealten Tradition der Abneigung gegenüber dem russischen Imperium. Das war drin in den Menschen, die wollten nicht, die Tschetschenen wollten nicht. Und es half natürlich auch nicht, dass es zu Gräueltaten und zu schrecklichen Dingen kam. Aber was interessant war, weil dieses Land eben nicht erobert werden konnte, wie der damalige Verteidigungsminister sagte, oh, wir räumen hier auf, 48 Stunden haben wir die Sache erledigt. Gratschow hieß der. Nein, die Tschetschenen kämpften ziemlich gut und die Russen hatten sozusagen tagsüber dann die Städte und Ortschaften, Hauptstraßen unter ihre Kontrolle und nachts kamen dann die Guerilla, würde man das vielleicht nennen, und griffen an. Und irgendwann zermürbte sich das Ganze. Die OSZE hatte da ein Büro, das war sehr hilfreich. Und irgendwann kam es dann zu Waffenstillstandsverhandlungen, nicht so sehr Friedensverhandlungen, aber da war erstmal Schicht. Es kam dann auch eine freie demokratische Wahl, dann wurde Maschadow dann eben der Nachfolger von Dudajew und das Land hatte nochmal so ein Jahr Atempause. So, wenn ich jetzt die westdeutsche oder überhaupt die westliche Rezeption sah, da gab es erstmal dieses Vorurteilsnarrativ, ja, das sind alles Killer und alles was ganz Schreckliches und Unheimliches und man wollte solche Berichte haben und ich hatte es manchmal durchaus schwer zu sagen, nee, also es ist differenzierter, ja, natürlich gibt es diese islamistischen Soldaten oder Kämpfer oder Dschihadisten, aber es gibt vor allen Dingen auch das Bedürfnis von sehr vielen Tschetschenen von Russland wegzukommen. Was ich aber auch bemerkenswert fand damals, Deutschland interessierte sich brennend für diesen Konflikt. Ich habe so viel darüber gemacht, so viele Berichte gemacht und man konnte gar nicht genug Berichte machen. Und irgendwann, als dann dieser sogenannte Frieden, Waffenstillstand, freie Wahlen da waren, da war das dann wie abgeschnitten. Und danach hat es eigentlich nie wieder eine meiner Meinung nach gescheite Berichterstattung dann über Tschetschenien gegeben. Sie sagten, es wäre relativ leicht gewesen, wenn man sich auf der einen oder anderen Seite der Front bewegte. Waren Sie aber eben auch auf der anderen, auf der russischen Seite unterwegs? Nee, das teilten wir uns dann tatsächlich. Ja. Also es gab dann noch andere Kollegen natürlich und die waren dann mit den russischen Soldaten unterwegs. Ich hatte nur auch einen Schwerpunkt, das waren die russischen Soldatenmütter, die wirklich auch eine fantastische Arbeit da leisteten, eine Friedensarbeit, wenn man so will, um ihre Söhne, die Rekruten rauszuholen aus der Hölle. Aber ich fühlte mich für Tschetschenien zuständig, ich hatte die Kontakte. Die Kontakte waren auch manchmal sehr lustig. So, wir treffen uns nächste Woche an der Kreuzung sowieso, Urus-Matan. Ja, gut. Und dann wartete man da, manchmal sogar tagelang. Und irgendwann tauchte dann die Kontaktperson auf, die einen dann irgendwo hinbrachte, wo es Interessantes zu fragen oder zu drehen gab. Ne? So, das war alles noch ohne Internet und auch telefonieren. Es gab 2, 3 Satellitentelefone, es gab nicht so furchtbar viel. Und das beruhte auf persönliche Kontakte, persönliche Netzwerke, meine Arbeit damals, ja. Wobei das war, das Frontenwechsel war im Zweiten Krieg nachher schwieriger geworden. Im Ersten Krieg natürlich, im Ersten Tschetschenienkrieg konnte man die Front relativ leicht wechseln. Im Zweiten war also praktisch schon unter Putin, als Putin dann kam, war das nicht mehr möglich. Dann musste man, wenn man auf die Seite der Tschetschenen wollte, dann ging man über die Berge von Georgien rüber und da war das ganz säuberlich getrennt und da war das sehr heiß, um überhaupt noch nach Grosny reinzukommen, das ja dann schon völlig zerstört war. Also das war dann nochmal ein anderer Krieg.
Sie haben ja diese Erfahrungen auch gemacht. Und wie kann man sich das vorstellen? Hatten Sie denn da überhaupt die Möglichkeit, sich da irgendwie auch als Journalist frei zu bewegen? Oder wurden Sie da von russischer staatlicher Seite, militärischer Seite auch quasi an die Hand genommen? Gab es da Kontrolle oder gab es da Behinderungen in Ihrer journalistischen Tätigkeit? Also ich bin sowohl von russischer Seite, habe ich mich nach Grosny begeben, also mit an der Seite der russischen Armee, als eben auch auf Seiten der Tschetschenen. Aber die Russen hatten ja mit sich zu tun. Also ich kann mich an eine Reise erinnern, da sind wir geflogen zum Flughafen Vostok. Das war der große Militärflughafen an einem Rande außerhalb von Tschetschenien. Da war ein solches Chaos auf diesem Flughafen. Man musste einfach gucken, wo man, in welchem Hubschrauber man mitkam, um nach Grosny mitgenommen zu werden. Da gab es keine Ordnung mehr, da gab es keine Leute, die sich um die westlichen Korrespondenten... Da ging es einfach darum, du musst irgendwo jemanden kennen. Also da traf ich dann zufällig den Geheimdienstchef Stepaschin, der mir geholfen hat. Also es waren Dinge, die waren alle damals möglich, heute undenkbar in Russland. Also da hing das, und da war man völlig eigentlich auf sich allein gestellt, und man hat ja auch in Grosny, wenn man in Grosny war, wo übernachtet man, da musste man irgendeine Laube finden von irgendeinem Tschetschenen, der am Rande der Stadt da einen Schlafplatz gab und so, das war alles unvorstellbar. Und genauso dann von der anderen Seite her, also da gab es keine Organisation mehr, das war alles, man musste das alles nur selbst regeln. Und ich will nur noch insgesamt noch mal sagen, dass für mich ist das so typisch, diese Tschetschenien-Frage. Eigentlich zerfällt ja die Zeit unserer Berichterstattung, die wir so da waren in den 80er, 90er Jahren, in verschiedene Phasen. Also die erste Phase, da ist noch der reine, sagen wir mal, Kommunismus, Brezhnev gerade tot, Andropow, Generalsekretär, dann Tschernenko. Dann beginnt die Perestroika, wo auf einmal sich die Türen öffnen, wo man freier arbeiten kann. Bis dahin konnten wir uns ja, wie gesagt, auch nicht groß bewegen. 40 Kilometer aus Moskau rausfahren, privat, mehr war nicht möglich. Und dann kommt auf einmal ein totaler Schnitt, eine Zäsur 1991 nach dem Untergang der Sowjetunion, und wir haben eigentlich nur noch zu tun mit Kriegen. Also das ist in meiner Erinnerung so. Ja, überall brechen die, oder sind schon Ende der 80er Jahre, also Baku und Nagorno-Karabach, kann man sich erinnern, sind die ganzen Konflikte schon aufgebrochen, und wir reisen dann von einem Bürgerkrieg in den anderen. Tadschikistan, kann ich mich sehr erinnern, wir waren lange in Tadschikistan, ein mörderischer Krieg, der auch immer sehr vereinfacht dargestellt wurde zwischen den Kommunisten und den Islamisten und so weiter. Da war viel einfach Kriminelles mit dabei. Georgien, der Bürgerkrieg, ja, wie die Fronten bei Suchumi waren und wie die Fronten nicht überwinden konnten, und das waren irre blutige Kämpfe, und so war es an vielen Ecken des Landes, Moldawien zum Beispiel. Also für mich ist die ganze Erinnerung an die erste Phase der Jelzin-Zeit ist eigentlich verbunden mit diesem Konflikt, mit diesen Kriegen, wo Hunderte sterben und wo man auf einmal, wo diese Gewalt so sichtbar wird, die wir heute auch sehen und die eigentlich da schon wiederkehrt, nämlich eigentlich schon 1993 mit dem Beschuss des russischen Parlaments, kann ich mich auch noch erinnern. Wir stehen am Ufer der Moskwa gegenüber von Ihrem Büro da, da stehen die Panzer und schießen auf dieses eigene Parlament, und das beginnt zu brennen, und die Leute stehen da, das Volk steht auf der Straße und guckt, als ob es Kino ist, Freiluftkino, und es kommen auch viele dabei um, einfach durch Querschläge und so weiter. Da merkt man auf einmal, wie wieder politische Fragen mit Gewalt gelöst werden. Und so geht es ja dann immer fort, als Putin an die Macht kommt und den zweiten Tschetschenienkrieg betreibt. Also das ist eine ganz wesentliche Phase gewesen, diese Jahre von 91 bis 96, die, glaube ich, auch manches erklären, was wir heute erleben. Ich finde es schon interessant, also ich meine, das, was so in für uns als diejenigen, die Fernsehen schauen, die Zeitung lesen und diese Berichterstattung wahrnehmen von den Medien, wir sind ja sehr oft eben konfrontiert erstmal mit dieser tagespolitischen Berichterstattung, die eben selbstverständlich diese Konflikte, Kriege und so weiter in den Fokus oft stellt. Aber wir kennen ja auch, und Frau Bönker hatte das ja in ihrer Darlegung auch schon geschildert, wir kennen ja auch ja, die
Reisedokumentation von Gerd Ruge. Und ich glaube, da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Ich denke, ich gehöre auch zu der Generation, die ganz stark von diesen Dokumentationen geprägt wurden. Mit Gerd Ruge in die Küche eines Arbeiters im hintersten Sibirien zu sitzen und zu hören, wie der lebt, was seine Hoffnungen sind, Probleme, Wünsche, Erwartungen. Was ich denke, wirklich hier in diesem Land irgendwie doch ganze Generationen geprägt hat. War das für Sie letztendlich auch ein Anreiz, aus Moskau heraus oder aus der Sowjetunion, aus Russland heraus zu berichten? Oder waren doch solche außenpolitischen, sicherheitspolitischen, innenpolitisch konfliktgeprägten Themen, standen die im Vordergrund? Ich würde sie tatsächlich nicht gewichten. Also es ist völlig richtig, was Christian Neef sagte. Diese Jahre waren geprägt durch diese Loslösungserscheinung, Erosion des Zusammenhaltes der ehemaligen Sowjetunion. Und das sage ich jetzt sehr vorsichtig, aber es ist sicherlich ein Schock gewesen, und ich will jetzt nicht den obersten Heerführer da zitieren, aber es war ein Schock, als die Sowjetunion auseinanderfiel. Warum? Weil viele Menschen wie selbstverständlich Verwandte in Tiflis hatten und in den Ferien auf die Krim fuhren und mal dann eine Arbeitsstelle im hohen Norden annahmen und so weiter. Das war alles so eins, und insofern war es tatsächlich ein Schock, als das auseinanderfiel. Für uns als Berichtende war es wichtig, dieses Auseinanderfallen auch vor allen Dingen in der tagesaktuellen Berichterstattung zu erklären, und manchmal schaffte man das dann auch, die großen Linien auch noch zu erklären, aber ich hatte auch große Freude daran, Alltag und Alltagsprobleme darzustellen, und bin auch sehr gerne gereist. Und insbesondere bin ich eigentlich auch gerne in diese Gebiete gereist, worüber so Klischees herrschten. Ich will Ihnen ein kleines Beispiel sagen. Ich war also in Vorkuta, und Vorkuta, das war damals nur Straflager, das Schlimmste. Viele Menschen, vor allen Dingen deutsche Kriegsgefangene, sind da umgekommen. Das Elend der Arbeitsbedingungen in der Kohleindustrie, kalt, kalt, kalt und so weiter. Ne? So, also schrecklich. Und es geht zwischen Vorkuta und Mündung, glaube ich, des Flusses Ob, gibt es eine Eisenbahnlinie, die eigentlich nur dazu da ist, die Siedlungen rechts und links zu beliefern mit dem, was man so braucht. Aber da leben halt hier 100, da 500 hochinteressante Leute, die gerne im äußersten Norden, im Polarkreis lebten. Und als ich die fragte, und die waren so locker, ja. Also sie machten Witze und Gemeinheiten über die da in Moskau. Das verschlug mir manchmal den Atem, und dann sagte ich, also geht das denn so? Kann man so freizügig schimpfen und so weiter? Ja, wo will man uns noch hinschicken? Sie waren schon da, ja, sie waren da, und die hatten eine innere Freiheit. Auch so ein paar Bergleute in Vorkuta habe ich kennengelernt. Die hatten ganz raffinierte Geschichten gemacht. Wenn einer von denen nach Moskau zu einem Konzert wollte, dann wurde dann den Vorarbeitern gesagt, ja, ja, der bleibt mal jetzt die nächsten Tage unten, weil dieses Rauf und Runter ist so anstrengend. Also den seht ihr oben jetzt nicht, ne? Aber in Wirklichkeit waren die dann in Moskau, kamen dann zurück, hatten das schöne Konzert und hatten Platten gekauft und so weiter. Und natürlich klingt das jetzt ein bisschen sehr arg anekdotisch und lustig und waren vielleicht auch Ausnahmen. Aber ich will schon sagen, dass es auch enorm Freude machte, die Klischees zu zertrümmern, ja, und das hat mir wirklich Freude gemacht. Auf der ernsthafteren Seite, ich war dann auch zum 50. Jahrestag in Wolgograd, 50. Jahrestag, stimmt das? Jetzt muss ich mal selber rechnen. Ah, bitte? Ja, nein, ich überlege gerade, 93, wie viele Jahrzehnte sind das? Ja, also die Schlacht von, und es war eine Sache, die einen wirklich aufwühlte,
die Freundschaft und Freundlichkeit der Veteranen da. Ich dachte wirklich, ich muss mit krummem Rücken da herumschleichen und um Verzeihung bitten die ganze Zeit. Die Freundlichkeit von diesen Veteranen und Veteraninnen, die war unbeschreiblich. Und die Neugier und dieses Umarmen wollen und sagen, wir hatten verbrecherische Führungen auf beiden Seiten und wir, das Volk, haben geblutet. Ganz was anderes, als was jetzt im Moment mit Stalingrad veranstaltet wird von der Putin-Propaganda. Aber das war auch sehr, sehr wichtig und gut, Historie auf einzelne Menschen, einzelne Geschichten, Alltag, wie viel Geld kriegen die, ne, so wie überleben diese Veteranen und so weiter. Deswegen beides, ja, also sowohl Gewalt und Geopolitik als auch die Geschichten der Menschen da. Ja. Ich würde da gerne noch mal nachhaken an einen Punkt, der mich nämlich so in den letzten Jahren, wenn ich solche Berichte aus Russland so wahrgenommen habe, da kam in einigen Berichten kam immer wieder so ein Tenor raus, also wenn gerade so man Familien besuchte, Leute befragte, also auch zur Politik, dann wurde mal leicht abgewunken, nach dem Motto, ach, Politik, interessiert mich eigentlich nicht so sehr, sondern mich interessiert mein Job, die Familie und alles andere, das lassen wir mal. Und das schien auch ganz authentisch zu sein und dann kam der junge Sohn irgendwie, vielleicht so 12 Jahre, zurück nach Hause in einer Uniform der Jungen Armee, also der Jugendarmee. Und das ist ja nun alles andere als unpolitisch. Aber in ihrem Selbstverständnis aus dieser Familie heraus, jetzt nur als ein Beispiel, war man vollkommen unpolitisch. Haben Sie das damals auch in, also klar, es waren andere, nochmal andere Voraussetzungen, aber gab es da ähnliche Züge, die Sie damals schon irgendwie wahrgenommen haben? Fragen Sie jetzt Christian? Nee, beide. Also auf welche Zeit beziehen Sie sich? Jede Zeit ist anders gewesen. In den 90er Jahren waren die Leute nur mit sich beschäftigt. Also ich kann mich erinnern, als sie am Anfang 92 die Preise freigegeben haben und die Leute wirklich nur mit dem Überleben kämpften, da gab es das alles. Da hatten sie mit Politik eigentlich nichts am Hut. Im Gegenteil, sie schimpften alle auf jene, die ihnen das eingebrockt hatten. In den 80er Jahren wiederum haben wir mit den Leuten wirklich, also mit denen wir Kontakt hatten, wir hatten ja natürlich dann durchaus Freunde, die kamen nicht zu uns, sondern wir gingen zu denen. Da saßen in der Küche und die haben mit großer Ironie über die eigene Parteiführung gesprochen. Finden Sie das mal heute, da sitzt keiner mehr in der Küche mit Ihnen und ist ironisch gegenüber Putin und so weiter. Das ist völlig verschwunden. Also insofern haben wir auch hier ganz unterschiedliche Phasen. Und gerade jetzt fällt es dir, also damals war es alles natürlich authentisch, du konntest nachvollziehen, diesen Überlebenskampf. Den Leuten ging es saudreckig in den 90er Jahren. Sie mussten das bisschen verkaufen, was sie noch hatten, oder sie wurden nicht bezahlt im Betrieb und mussten die Töpfe, die sie da herstellten, selbst auf der Straße verkaufen. Und wie gesagt, 80er Jahre, die doch innere Opposition bei vielen. Und jetzt eine völlig andere Situation, wo sie sich fragen, was ist passiert? Leute, also ich habe mehrere Gesprächspartner in letzter Zeit gehabt, Regisseure, bekannte Leute, die ganz bekannt sind dort, die lange auch im Westen gelebt hatten, die also beide Seiten kennen und die aber fast genau in dem Stil reden, in dem Putin redet. Das ist für einen, der so verschiedene Phasen dort erlebt hat, eigentlich unvorstellbar, weil so haben die Leute nie reagiert, so haben sie nie geredet. Und dann vor mir gesagt, Volgograd, Stalingrad, ja, das ist genau so ein Fall. Ich kann mich erinnern, wir haben oft Leute getroffen, da kam man irgendwie auf den Krieg zu sprechen und die winkten eigentlich eher schon ab, wenn wir Betroffenheit zeigten und sagten, komm, ging uns ja allen schon. Also sie nahmen eigentlich, ich habe selten gespürt etwas, das sie im Nachhinein übel nahmen.
Und jetzt sind wir auf einmal die Faschisten. Die waren wir nie. Die waren wir in den 80er Jahren nicht, also im kommunistischen Zeitalter nicht. Die waren wir im 90er Jahr nicht. Jetzt sind wir auf einmal. Gestern stellt sich Salavjov hier, der berüchtigte Talkmaster, im Fernsehen hin und offenbar ausgehend von dem Titelbild, das der Spiegel jetzt hatte mit Zelensky, und stellt sich nur hin und in radebrechenden Deutsch brüllt er dann andauernd nur Spiegelfaschisten, Spiegelfaschisten. Das hat es in den vergangenen Jahrzehnten überhaupt nicht gegeben und das ist auch nicht wirklich erklärbar. Man neigt dazu zu sagen, das ist künstlich, aber wie künstlich das ist, ich warne immer davor zu sagen, die verstellen sich alle, in Wirklichkeit denken sie anders, das glaube ich nicht mehr. Die Masse denkt in der Tat so und der Regisseur, den ich meinte, Konchalowski, also wirklich ein berühmter Mann, der Bruder von Michalkow, also die Leute sind inzwischen in einer neuen Kulturfront und schimpfen auf Europa als den Hort der Sodomie. Das sind Dinge, die du bei solchen Leuten, solchen klugen, intelligenten Leuten nicht erwartest. Das ist das, was mir ein Riesenrätsel aufgibt jetzt in dieser Phase. Also im Grunde genommen, um das noch zu ergänzen, es ist eine enorme Politisierung da, aber sie drückt sich nicht unbedingt mit unseren Vokabeln aus, ja, und wenn Sie das von Ihren Freunden erzählen, mein Lieblingsbeispiel ist Dima Kiselyov, der war zu meiner Zeit, also das war diese wirklich 92, 93, 94, diese Zeit, einer dieser tapferen, jungen, demokratischen, guten Journalisten, ne? Cooler Typ, liebte Jazz, hatte eine dänische Freundin, also war irgendwie nett und man war auf Partys mit denen und. Und Dima machte mit mir auch bei der Wiederwahl von Jelzin, glaube 96 herum, machte auch eine deutsch-russische Sendung, muss man sich auch vorstellen, die sowohl in Russland als auch in Deutschland zur Wahl ausgestrahlt wurde. Wir beide haben moderiert und wunderbar. Und jetzt ist er einer der Haupthetzer. Er hetzt und man kann es nicht glauben, was da, und da sind wir auch bei unserem Thema von heute, nämlich was Medien anrichten können in einem solchen Land. Und wenn Medien auf Staatslinie sind, wenn es keine Konkurrenz gibt, wenn das Internet auch unter Verdacht und Beobachtung steht, darf man sich nicht wünschen, dass diese Gehirnwäsche wunderbar funktioniert. Und ich war jedenfalls mit meinem Dima da, also nicht nur zutiefst enttäuscht, sondern, das ist so, als ob hier jemand plötzlich, ich weiß nicht, also was Sie sagen, ne, so immer nur Faschismus brüllt, ja, den man vorher als vernünftigen, angenehmen Menschen kennengelernt hat. Was jetzt die Politisierung in den 90er Jahren, ja, einerseits waren die Leute mit Überlebenskämpfen beschäftigt, ne, also wie können sie es wirtschaftlich überleben, und was mir auch aufgefallen ist, es war ganz schwer möglich, außer ganz weit weg von Moskau, Vorkuta zum Beispiel, wo das erste Denkmal für die Gefangenen in den Lagern aus Stacheldraht gemacht wurde, Klammer zu. Aber es war ganz schwierig, von meinen russischen Freunden und Freundinnen irgendetwas über die Stalinzeit zu hören. Und rein rechnerisch mussten furchtbar viele Familien jemanden verloren haben in der Stalinzeit, mussten Leute abgeholt worden sein, ihren Job verloren haben. Du kriegtest es nicht raus. Ja? Also das wurde dann weggebügelt mit, ach ja, das war damals und reden wir doch über Privates und so weiter. Also dieses historische Bewusstsein und Bereitschaft, Geschichte aufzuarbeiten, und egal, was man jetzt, wie oft man über die deutsche Aufarbeitung schimpfen mag, aber sie hat stattgefunden, ja, sie hat stattgefunden, das hat da null stattgefunden. Die Stalinzeit kann deswegen auch wieder jetzt zum herrlichen Leben erwecken, wie so ein Zombie, den man jetzt irgendwie aus dem Grab holt. Und da ist null Bewusstsein, null politisches Bewusstsein, null historisches Bewusstsein, was die Zeit mit den heutigen Zuständen zu tun hat. Ja,
Wenn man ja nochmal eine deutlich längere historische Perspektive auch auf diese Frage von Deutungsmustern, Kommunikationsweisen und so wirft, dann kann man ja schon letztlich heute eine deutliche Resowjetisierung nicht nur der Medien in ihrer Struktur erkennen, sondern eben auch gerade in der Art, wie die Wagenburg-Mentalität eben mit diesen Feindbildern funktioniert. Und das mit, dass er jetzt Faschismus schreit, ist zumindest für alle Menschen, die in der Sowjetunion Jugendliche oder vor allen Dingen auch erwachsen geworden sind, ist es ja ein sehr vertrautes Deutungsmuster. Denn wenn sie mindestens bis zur Perestroika, auch noch während der Perestroika zum Teil in die sowjetischen Medien schauen, Krakadil, das bekannteste Satire-Magazin, aber auch in der Pravda, in der SWIST, ja überall dort, wo Illustrationen, Karikaturen und sowas abgebildet worden sind, war das Bild des faschistischen westdeutschen Neonazis total präsent. Das war ja ein ganz typisches Objekt, gerade eben der Karikaturisten in der Sowjetunion. Insofern ist das allen Menschen, die in der Sowjetunion erwachsen geworden sind, sehr vertraut und deswegen funktioniert es auch. Und dann die Art und Weise, wie man sozusagen wie man Medien deutet, also die binären Deutungsmuster, wahr und falsch, schwarz und weiß, ohne diese Moralisierung, die wir kennen. Das ist ja total sowjetisch und das haben alle Menschen gelernt, wie sie eben mit den sowjetischen Medien umgegangen sind. So haben, ich habe eben auch über das sowjetische Fernsehen gearbeitet, ich habe sehr viele Interviews mit vormaligen sowjetischen Fernsehzuschauern und Fernsehzuschauern zum Teil selber geführt, zum Teil von russischen Kolleginnen führen lassen. Und es ging immer darum, wie auch Nachrichten, Informationen, aber natürlich auch die populärkulturellen Inhalte gedeutet worden sind. Und es spielte immer eine sehr wichtige Rolle, dass es einerseits um die Abgrenzung zum Westen ging, also natürlich auch schon zu sowjetischen Zeiten, denn im Unterschied zu Menschen in der DDR konnten eben 90% der sowjetischen Bürgerinnen und Bürger kein ausländisches Fernsehen empfangen. Nur in der Peripherie, im Baltikum, konnte man finnisches Fernsehen schauen. Wenn man Glück hatte, manchmal noch schwedisches Fernsehen. Man konnte zum Teil polnisches Fernsehen sehen. Nun gehörte das auch zum sogenannten Ostblock, aber es war immerhin schon eine etwas andere Fernsehkultur als die sowjetische. In der südlichen Peripherie konnte man zum Teil türkisches Fernsehen empfangen, aber man hatte natürlich Sprachprobleme, ja. Aber trotzdem gab es einen ganz gewissen Austausch, aber der war natürlich im Vergleich zur DDR marginal. Das DDR-Fernsehen, die DDR-Medien konkurrierten immer mit den westdeutschen Medien, ja. Man hatte die gemeinsame Sprachkultur und so weiter. Und insofern ist es ein sehr abgeschotteter Bereich in der Sowjetunion gewesen, wie man Medien zu deuten gelernt hat. Von westlicher Seite hat man sich ja sehr bemüht, mit Radio Free Europe, Radio Liberty, mit dem westlichen Auslandsradius in die Sowjetunion reinzufunken, ihnen andere Inhalte, andere Informationen zu präsentieren. Ganz erstaunlich ist, dass sich heute sozusagen ehemalige Repräsentanten von Radio Free Europe, wenn man mit den früheren Direktoren, die ja in München ansässig waren, spricht, dann halten relativ viele sehr viel auf ihren Beitrag zum Ende des Kalten Krieges im Sinne von, wir haben den Eisernen Vorhang zu Fall gebracht, weil wir den Menschen in der Sowjetunion alternative Informationen, sozusagen die Wahrheit, gebracht haben. Wenn man mit Blick auf meine Interviews schaut, dann hat die deutliche Mehrheit zwar immer mal wieder Radio Free Europe gehört, es wurde immer gestört von sowjetischer Seite, aber es war möglich, gerade auch wenn man technisch etwas versiert war, aber die allermeisten haben eine Strategie entwickelt, zwischen den sowjetischen Informationen und den westlichen Informationen zu korrelieren. Sie haben sozusagen immer gesagt, die Wahrheit liegt irgendwo in der Mitte. Weder das Westliche ist absolut wahr, noch das Sowjetische ist absolut wahr. Aber trotz alledem wird das immer überlagert von der sowjetischen Art, in binären Kategorien zu denken. Und das ist ja das, was heute so leicht wieder reaktivierbar ist. Vor allen Dingen bei den Älteren, aber erstaunlicherweise eben auch bei vielen jüngeren Menschen. Und dann kommt natürlich wieder sozusagen Sozialisation, Familie, Schule ins Spiel. Und wenn man eben jetzt schaut, ab wann das Putin-Regime angefangen hat, die Schulpolitik, die Schulbücher, gerade auch die Geschichtsbücher wieder zu ändern, mit der Jugendorganisationsgründung Naschi nach dem 1. Maidan und so weiter, dann sehen wir ja jetzt, es ist schon seit mehr als 10 Jahren, dass sozusagen wieder deutlich zugegriffen wird, auch auf die jungen Menschen. Und insofern funktioniert das ja so gut, wieder mit diesen einfachen Deutungsmustern und mit dieser Wagenburg-Mentalität zu arbeiten in den russischen Medien. Und deswegen funktioniert ja auch diese Hetzerei so gut, und dass man Spiegelfaschisten schreien kann. Ja.
Ja, ich denke, wir sind in der Zeit schon etwas fortgeschritten und ich würde gerne das Podium jetzt auch allmählich öffnen für Fragen aus dem Publikum. Also wenn Sie sich melden würden, Kollegen, kommen dann, glaube ich, dann mit dem Mikro und dann können Sie die stellen. Da hinten ist jemand. Eine kurze Frage. Man hat den Eindruck, wenn man die internationalen Beziehungen, die Politik ein bisschen verfolgt, dass sich seit ca. 2008 die Berichterstattung auch in Deutschland gegenüber Russland tendenziell verändert hat. Ich hätte gern Frau Mickisch gefragt, die ist jetzt gerade nicht da. Herr Neff, sehen Sie das auch so von den Redaktionen vielleicht auch gewollt oder aufgrund der allgemeinen internationalen Politik tendenziell neu ausgerichtet? Und ganz kurz die zweite Frage. Aus Ihrer Erfahrung der Berichterstattung der 90er Jahre, würden Sie heute etwas anders machen? Also wenn ich jetzt den Krieg sehe, die Herleitung des Krieges, man diskutiert viel darüber, auch in Deutschland. Zum letzten Thema merkt man auch, dass auch bei uns sozusagen eine starke Spaltung in der Gesellschaft ist, auch sprachlich mittlerweile, sehr aggressiv geworden. Zwei Lager stehen sich gegenüber, die heiß diskutieren die politischen Themen. Hätte man vielleicht manches voraussehen können und diskutieren können, auch durch die Redaktionen und vielleicht auch in der Berichterstattung erwähnen können. Würden Sie das heute aus der Sicht anders sehen vielleicht? Also Sie meinen, Sie sehen die Zäsur bei 2007, 2008. Da mag Ihr Eindruck durchaus stimmen. Wir haben 2007 die berühmte Rede Putins auf der Sicherheitskonferenz in München, wo er auf einmal einen völlig anderen Ton anschlägt, wenn man es vergleicht mit seiner Rede vor dem Bundestag 2001. Da wird deutlich, dass die russische Führung doch einen Kurswechsel vollzieht. Das mag schon sein, dass auch die deutsche Berichterstattung beeinflusst hat, wobei danach kommt Medvedev an die Macht und ist 4 Jahre Präsident. Da haben wir eine Phase, wo wir alle davon ausgehen, das ist jetzt doch mal vielleicht ein Liberaler, weil er zumindest so tut. Ich glaube heute auch nicht mehr, dass er jemals so ein Liberaler gewesen ist, den wir in ihm gesehen haben. Und dagegen, gegen diese These spricht auch, dass die Berichterstattung zur damaligen Zeit eigentlich immer noch relativ stark der deutschen Politik folgt, die ja immer wieder Verständigung sucht mit Moskau. Ich habe ja so oft erlebt in Moskau die Besuche von deutschen Politikern. Das beste Beispiel ist immer Frank-Walter Steinmeier, der sich auch später, als schon der Maidan stattgefunden hat, nie wehrte gegen Vorwürfe, die ihm auf offener Szene in Moskau gemacht wurden und immer wieder sagte, wir wollen hier nichts zuspitzen, wir wollen nichts öffentlich korrigieren, wir wollen alle Kanäle offen halten. Also es war eine Beschwichtigungspolitik par excellence in einer Zeit, wo man schon sehen konnte, dass das außenpolitische Ruder in Russland herumgeworfen worden war. Also insofern, glaube ich, haben auch die Medien lange Zeit eher doch noch recht wohlwollend berichtet. Inzwischen haben wir natürlich die Situation, dass wir alle versuchen zu sagen, wer hat als erstes die Gefährlichkeit Putins entdeckt. Aber so war es ja nicht, dass die Berichterstattung war eher wohlwollend. Ich kann mich erinnern, als wir 2014 nach dem Abschuss der malaysischen Boeing einen Titel machten, wo wir auf den Spiegel quer rüber schrieben, stoppt Putin jetzt. Da gab es einen Riesenaufschrei, auch innerhalb unseres Hauses, also eine große Opposition innerhalb der Redaktion selbst gegen diesen Titel. Wir wurden gerügt vom Presserat. Das war zu einer Zeit, wo eigentlich viele noch eine ganz andere Berichterstattung pflegten. Also dass die deutsche Berichterstattung sich da kardinal geändert hat in dieser Phase 2007, 2008, würde ich jetzt nicht unbedingt nachvollziehen können.
Und mit den 90er Jahren habe ich jetzt nicht verstanden, wie Sie meinen, was wir gelernt hätten aus der Berichterstattung der 90er Jahre oder ob wir etwas hätten anders, würden anders machen heute, ja? Ja, alle unsere Erfahrungswerte schauen natürlich auf die Vergangenheit zurück, überlegen, wie haben wir damals gedacht, ich komme ja auch aus der Außenpolitik, haben wir das kommen sehen, was wir heute erleben, auch den Krieg. Ich sage immer, der Krieg hat eine lange Vorgeschichte. Wie empfindet man das als Journalist oder wenn man das begleitet? Sie sagen ja selber, Sie waren in der Außenpolitik oder an der Außenpolitik interessiert. Das heißt, hier spielen ja die Interessen verschiedener Länder und verschiedener Protagonisten mit rein. Da hat man sich darüber auseinandergesetzt. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer Referentin im Verteidigungsministerium. Das war eben spannend. Wie schätzen Sie das denn ein? Haben Sie sich darüber jemals Gedanken gemacht? Da kam jetzt null, leider. Ich stelle mal so eine Frage einfach an Journalisten. Wir Politiker machen uns ja geschichtlich und strategisch langfristige Gedanken. Wie ist das im Journalismus? Wie wird das diskutiert, auch innerhalb der Journalisten? Die haben es ja schon erwähnt, beim Spiegel gab es kurzzeitig oder gibt es immer wieder Diskussionen, was kann man bringen, wie will man es bringen? Ich hatte den Eindruck, ab 2007, 2008 hat sich zum Beispiel das, auch die persönlichen Erlebnisse, die man verbunden hat mit dem Land, mit dem Kennenlernen, sind zurückgefahren worden. Es ist doch mehr ein konfrontativer Kurs reingekommen von allen Seiten. Wir erleben es von der russischen Seite jetzt auch. Ich gucke sehr viel russische Sender, auch ukrainische. Der Ton ist wirklich deprimierend. Von der westlichen Seite ist es vielleicht etwas milder ausgedrückt, aber ähnlich. Also hier stoßen zwei verschiedene Blickwinkel auf die Entwicklung der internationalen Beziehungen von sicherheitspolitischen Fragen bis hin zu Gesprächskanälen, die es ja so gut wie gar nicht mehr gibt, aufeinander. Die Sicht aus journalistischer Sicht wäre das eben interessant. Ja, da spielen viele Dinge jetzt hinein. Was die 90er Jahre betrifft, ist es wirklich ein sehr kompliziertes Jahrzehnt. Ganz sicher ist es so, dass der Westen in vieles dem neuen Russland überstülpen wollte von seinem System, dass man natürlich versucht hat, sozusagen die Russland so zu beeinflussen, so wie man es dann später auch bei Afghanistan gemacht hat, in der Annahme, man müsse ja eigentlich nur das übernehmen, was man im Westen schon recht gut gelöst habe. Also das sind Dinge, die man wirklich nochmal hätte neu überdenken können, aber das zeigt sich auch erst in der Nachbetrachtung, viele Jahre später, was ist in den 90er Jahren wirklich passiert, das war aus der Nähe vieles gar nicht so genau zu beurteilen. Insgesamt, glaube ich, war die Berichterstattung schon sehr, sehr angemessen. Die 90er Jahre, wie gesagt, deswegen kam ich vorhin auf die Gewalt zu sprechen, waren für mich, da sieht man schon wieder die Anzeichen dafür, für den Rückkehr der Gewalt, die schon so typisch war für die Zeit in der Sowjetunion vor dem Krieg. Und ich kann mich noch an einen Kommentar erinnern, den ich geschrieben habe 1996. Das war, also der Tschetschenienkrieg kam gerade zum Waffenstillstand. Lebed hatte den Waffenstillstand erreicht in Grozny und es ging um die Aufnahme Russlands in den Europarat. Ich habe einen Kommentar geschrieben und habe davor gewarnt. Ich habe gesagt, man kann ein Land nicht aufnehmen in den Europarat in einer Phase, wo dermaßen geschlachtet und gemordet wird in Tschetschenien. Und das betraf ja nicht nur Tschetschenen, sondern auch die dort lebenden Russen. Das wollte ja damals überhaupt keiner hören. Das wurde hier alles eher niedergebügelt in Deutschland. Also insofern ist von Konfrontation von deutscher Seite noch lange nichts zu sehen. Im Gegenteil, ich finde, man hätte schon damals viel, viel kritischer über diese Dinge berichten müssen. Das sehen viele anders, aber das ist mein Eindruck. Ja, ansonsten kann man über vieles reden, aber vielleicht wissen Sie, haben Sie noch einen anderen Blick da drauf? Ich habe jetzt leider die Herleitung nicht mitbekommen. Vielleicht kann man sagen, dass eine Zäsur auch gar nicht mit dem Verhältnis der Westen zu Russland, Deutschland zu Russland zu tun hatte, sondern tatsächlich September 11, 2001. Da ging sehr viel an Interesse, auch an strategischem Interesse natürlich in der Politik, aber auch Medieninteresse, Bevölkerungsinteresse weg von Russland
im Sinne von, naja, das läuft jetzt irgendwie hin und da ist dieser junge Präsident, das war nicht unwichtig, ja, nach dem dann doch sehr torkelnden und kränklichen und auch unvorhersehbaren Boris Jelzin, dann kam dieser Mujik, ne, also dieser tolle, kräftige, kampfbereite junge Mann und er war meiner Meinung nach auch vieles schon abgehakt und stattdessen schaute man dann eben nach Irak, man schaute stärker dann auf islamistische Gefahr. Also zumindest habe ich das in der Berichterstattung erlebt, dass weniger berichtet wurde. Nicht unbedingt mit einem Bias, also nicht mit Vorurteilen oder so, sondern tatsächlich gab es da ja den zweiten Tschetschenienkrieg, da haben noch einige dann gut und intensiv darüber berichtet, aber mit sehr viel weniger Zugang als meinetwegen im ersten Tschetschenienkrieg. Und dann war es aber auch so, der Drops war irgendwie gelutscht. Ja? Also es gab tolle Handelsbeziehungen und Gasbeziehungen und Russland war in dem Sinn nicht mehr interessant. Und wir erinnern uns auch, wie Barack Obama sehr arrogant sagte, ach, das ist irgendwo diese Mittelmacht oder wie hat es auch Regionalmacht, ne? Das war auch so ein Ausfluss aus dieser Sache, wir gucken jetzt mal weltpolitisch woanders hin und meiner Meinung nach hat die Russland-Berichterstattung auch etwas darunter gelitten an mangelndem Interesse. Ab und zu, wenn es wieder was gab mit Putin dann gab es mal wieder so einen Aufschrei. Aber all in all, bis zum Georgienkrieg war eigentlich Ruhe im Karton, meiner Erinnerung nach, was jetzt Medienberichterstattung über Russland betraf. Habe ich da recht? Oder? Ich meine, man könnte ja sogar auch sagen, gab vielleicht insgesamt ein weniger, aber was immer der Fall war, die Berichterstattung war sehr auf Russland zentriert. Und eben, was wenig beachtet worden ist, klar, der Tschetschenienkrieg, aber auch der Tschetschenienkrieg ist ja, vielleicht mit der Ausnahme eben des Ersten und vielleicht auch stärker Ihrer Berichterstattung, immer sehr stark aus russischer Perspektive betrachtet worden. Und natürlich auch immer die Beziehungen zum Baltikum, zur Ukraine, zu den zentralasiatischen Staaten, ist immer in der deutschen Berichterstattung eine sehr russophile, möchte ich etwa sagen, Brille aufgesetzt worden. Und ich meine, das ist jetzt ein Stück weit auch das, was uns heute von baltischer, polnischer Seite auch vorgeworfen wird. Und es ist nicht ganz zu Unrecht, würde ich sagen. Wenn ich da mal kurz zwischenhaken darf, gibt es da Unterschiede irgendwie, wenn Sie sich die amerikanischen oder französischen Medien anschauen? Jetzt mit Blick auf heute? Ja. Ich würde vor allem sagen, dass in Frankreich ein etwas stärkeres Interesse an der Peripherie bestanden hat und auch immer noch besteht. Ich meine, jetzt in Deutschland hat man jetzt ja auch zur Kenntnis genommen, dass eben auch die nicht russischen Staaten der Sowjetunion eine eigene Existenzberechtigung jetzt auch beanspruchen und auf Unabhängigkeit pochen. Aber das konnte man auch letztlich schon im Kalten Krieg sehen, dass auch um die westdeutsche Berichterstattung immer die Sowjetunion, klar, es gab dann immer so ein bisschen Reisen und wir berichten jetzt mal aus der Peripherie und immer der Blick auf die internationale Völkerfreundschaft und so weiter. Aber der Blick war natürlich immer auch da immer schon sehr russozentrisch. Ja? Und ich meine, auch da hat es ja auch wieder ein bisschen was mit Sprachkenntnissen zu tun, denn wenn ich über die Peripherie berichten will, klar, die Russifizierung der Sowjetunion hatte ganz gut funktioniert, aber nichtsdestotrotz gab es immer noch in der Peripherie genug Menschen, die nicht Russisch sprachen und deren Kultur man sich nur erschließen konnte, wenn man die jeweilige Landessprache sprechen konnte. Insofern ist sozusagen dieser Bias auf Russland, auch natürlich die Empathie, die ja auch in weiten Teilen sehr zu Recht so konstruiert worden ist, die war auf deutscher Seite immer sehr viel stärker noch ausgeprägt. Die Amerikaner haben in der Berichterstattung jetzt auch nicht unbedingt viel über die Peripherie Bericht erstattet. Sie haben ja auch vor allem die Sowjetunion immer als Russland bezeichnet. Also die wichtigen Bücher, gerade auch der New York Times Korrespondenten, die sie dann nach ihrer Rückkehr geschrieben haben, hießen ja gerne The Russians. Wenn man aber eigentlich ja die Sowjetunion meint, das war immer sozusagen auf die Russen reduziert. Auch kann man durchaus auch so negativ formulieren. Frankreich eben so ein bisschen anders. Aber das ist etwas, was sich in deutscher Seite auf jeden Fall wie eine rote Linie halt dann fortgeschrieben hat. Ich will
vielleicht eine Bemerkung noch machen. Ich sehe gerade in dieser Zeit ein anderes Problem entstehen, und das ist eher ein innerbetriebliches bei den Medien. Ich habe das beim Spiegel beobachtet. Wir haben leitende Redakteure zu der Zeit, auch Chefredakteure, die eigentlich nichts mehr wissen über Osteuropa und über Russland. Das ist ein wesentlicher Unterschied zu den Jahrzehnten zuvor. Also wenn ich an unseren Herausgeber Rudolf Augstein denke, als ich Redakteur war in Moskau, der kam andauernd angereist, das interessierte ihn, dieses Land. Das wollte er ergründen, und er sprach mit allen Generalsekretären, die er da erreichen konnte, und späteren Präsidenten. Das geht so um diese Zeit, Anfang der 2000er Jahre, verloren. Es sind in der Regel junge Leute, die auf den leitenden Posten, ich rede jetzt wie gesagt von unserem Haus, kommen, die sozialisiert worden sind als Redakteure, als Korrespondenten in Amerika in der Regel. Es ist keiner mehr da, der die Sprache kann, der Russisch kann, also kaum jemand noch. Es werden die Büros in Osteuropa geschlossen, aus Sparsamkeitsgründen in der Regel. Kiew, wir kommen jetzt wieder auf die Ukraine, haben wir natürlich 1991 ein Büro aufgemacht, als Kravtschuk dort erster Präsident der unabhängigen Ukraine wurde. Und wir haben es 1996 wieder zugemacht, weil wir ukrainische Innenpolitik nicht vermitteln konnten hier dem Leser. Sie war einfach zu kompliziert, es wimmelte von Intrigen, Korruption und so weiter. Keiner wollte hören etwas aus dem Inneren der Ukraine. Wir haben das Büro in Warschau weitgehend geschlossen. Wir haben eigentlich dann nur noch von Wien aus die Südosteuropa-Berichterstattung gemacht. Das ist natürlich alles irgendwo verheerend. Und hinzu kam dann noch, dass wir sozusagen die Fachredakteure abgeschafft haben. Also früher gab es immer in unserem Ressort, Auslandsressort, gab es einen Redakteur, der sich nur mit Problemen der Abrüstung befasst hat. Es gab einen, also als immer, wenn ich in Hamburg war, habe ich natürlich mich fast ausschließlich mit Russland beschäftigt oder mit Osteuropa. Bin auch ständig zwischendurch hingefahren, habe die Originalquellen gelesen. Das ist abgeschafft worden. Heute soll jeder alles können. Das führt nicht zu mehr Wissen über diese Länder. Und ich habe das dann in den letzten Jahren, als ich nochmal als Autor gegangen bin nach Moskau, erlebt. Der Chefredakteur, den wir zu der Zeit hatten, der zeigte überhaupt kein Interesse. Der kam nicht mal mehr zu Gesprächen, die wir in Moskau mit führenden Politikern machten, hin. Früher wollte jeder Chefredakteur dabei sein. Also es war ein mangelndes Wissen, was da demonstriert wurde und was natürlich dazu führt, dass die Berichterstattung flacher wird. Und immer wenn irgendetwas passierte, an größeren Ereignissen wurde nicht die Einschätzung des Korrespondenten zur Grundlage genommen, sondern das, was man selbst sich für ein Bild hier gemacht hatte von den Ereignissen. Das Bild bezog man in der Regel, weil man ja keine russischen Quellen las, bezog man aus amerikanischen Quellen, aus amerikanischen Zeitungen. Und dann haben wir eben so eine Überreaktion wie Pussy Riot, wenn Sie sich erinnern können an den Skandal mit Pussy Riot. Da habe ich sehr davor gewarnt, da einen Titel zu machen dazu, weil wir natürlich alle vor Ort erlebt hatten, dass Pussy Riot keine Basis hatte in der russischen Bevölkerung. Sie jetzt hochzujubeln zu einer führenden Oppositionsbewegung war völliger Unfug, aber im Grunde wurde dieser Eindruck erweckt durch diese Überberichterstattung. Das kann man auch zu Teilen bei Nawalny sagen oder anderen Ereignissen. Also das sind Dinge, es sind gar nicht mal, was oft den Medien jetzt vorgeworfen wird, dass sie mit Gewalt eine negative Berichterstattung über Russland machen. Nein, vieles ist mehr handwerklich, vieles ist einfach verloren gegangen, es mangelt an Fachwissen, und das wird immer mehr, natürlich auch bedingt durch die Krise in dieser Branche, es wird immer mehr an Kompetenz, an Expertise abgebaut, und das wird sich irgendwie natürlich und zahlt sich jetzt schon negativ aus. Hier vorne gab es eine Wortmeldung. Ich glaube, Sie waren zuerst. Ja, danke schön. Ja, es schließt ein bisschen anders an. Sie hatten ja diesen Titel erwähnt, irgendwie stoppt Putin. Das, was daran kritisiert wurde, war ja weniger die Aussage, sondern die Form. Also warum, das mag ja irgendein Aktivist fordern, aber dass man das als Journalisten tut, würde ich als Kollegin auch sagen, das ist eine
tatsächlich eine Grenzüberschreitung gewesen. Und da würde mich interessieren, gerade weil Sie ja über so einen langen Zeitraum diesen Beruf ausüben, sozusagen angefangen von dem, was Sie heute erzählt haben, über die DDR-Berichterstattung, bei der man bestimmte Themen nicht behandeln kann, aber heute auf Twitter unterwegs sind, oft auch sehr emotional, so wie ich das nachlese. Was hat sich da geändert? Also Brückenbauer ist man da ja schon längst nicht mehr in so einer Situation, aber es ist doch unglaublich emotionalisiert. Also wie erleben Sie das gerade mit dem Rückblick auf so ein langes Journalistenleben? Also wenn ich jetzt von mir ausgehe, muss ich wirklich sagen, ich habe große Schwierigkeiten, mich zusammenzunehmen, wenn ich in Moskau bin und diese Dinge erlebe. Ich glaube, vieles ist gar nicht bekannt, was dort an Abstrusen passiert zurzeit. Das beeinflusst mich unwahrscheinlich und das führt mir natürlich auch ein bisschen die Feder. Das ist schwierig für einen Journalisten, natürlich. Wobei immer auch die persönliche Haltung natürlich mit in die Artikel eingeflossen ist. Aber im Moment ist es besonders schwierig und das macht die besondere Situation jetzt aus und die Hilflosigkeit, der man sich jetzt gegenüber sieht, weil man ist in Moskau, man kommt nach Moskau, ich will jetzt in den nächsten Wochen wieder dort arbeiten und sie haben kaum noch jemanden, mit dem sie sprechen können. Sie laufen vorbei auf der Straße an dieser Kriegspropaganda, an dieser ganz primitiven Kriegspropaganda. Sie werden natürlich nicht mehr eingeladen. Also jetzt zum Beispiel werden wir nächste Woche den großen Auftritt von Putin haben und seine Rede zur Lage der Nation. Da gibt es keine Einladung mehr für Korrespondenten aus den sogenannten nicht befreundeten Ländern. Sie haben zwar noch Umgang mit den Kuratoren im Außenministerium, die verhalten sich auch sehr kühl zu ihnen. Sie haben eine Akkreditierung, die nur noch 3 Monate gilt und die bestenfalls am Vorabend der dann erzwungenen Abreise verlängert wird. Also das alles macht natürlich was mit ihnen, weil sie merken, das ist eine Art und Weise, wie sie hier, also wenn ich jetzt mich in russische Korrespondenten hier in diesem Lande hineinversetze, wie sie hier nicht erleben würden. Das ist ein Riesenunterschied. Das ist also durchaus nicht paritätisch. Wenn wir uns das erlauben würden, was sie sich dort erlauben, das, also alleine wenn ich schon an RT und die Berichterstattung von Russia Today oder ehemals Russia Today denke, das sind eigentlich unglaubliche Dinge. Also ich will nur sagen, das hat emotional, wirkt sich das unwahrscheinlich aus. Sie haben natürlich recht, eigentlich sollte man aufhören zu twittern, weil es führt nicht wirklich zu etwas. Es ist einfach nur ein Ventil, das man nutzt, um überhaupt irgendwo noch etwas zu sagen oder mitzudiskutieren. Eigentlich ist es sinnlos, das stimmt. Professor, ich bin aus der DDR, ein gerne in die Sowjetunion Reisender. 21 Mal habe ich eine Urlaubsreise, oder haben wir beide eine Urlaubsreise in die Sowjetunion unternommen und waren insgesamt 249 Tage da. Es gab kaum eine Ecke, wo wir nicht waren. Wir kennen das anders, als alle Korrespondenten damals oder heute beschrieben haben. Die beste Reiseform war, die haben wir beim Skilaufen im Kaukasus mal kennengelernt, da kam jemand, wenn ein Bürger aus der Sowjetunion in die DDR wollte und der hatte vorher DDR-Bürger als Gäste in seiner Familie, dann hat er immer diese Reise genehmigt gekriegt. Und da brauchte ich kein Visum, da brauchte ich nur die Einladung, bin zur Meldestelle gegangen, habe eine Beilage für den Pass gekriegt und konnte hinfahren. Diese Einladung musste nur von der Wohnungsverwaltung bestätigt sein. Die Wohnung, der Wohnungsinhaber musste ein Zimmer für uns frei machen. So, und da haben wir das Leben der Menschen kennengelernt. Und wir leben so, und Moskau ist weit, oder der Zar ist weit, war die ständige. Ich finde das wunderschön. So, und wir waren. Warten Sie mal.
Wir sind ja im Moment jetzt noch bei der Berichterstattung und was ich schön an Ihrer Ausführung finde, ist, dass auch Sie Alltag erlebt haben und Menschen erlebt haben, unproblematisch erlebt haben und eine gute Erinnerung haben. Und was wir hier aber jetzt hier auf dieser, in diesem Panel machen wollen, ist jetzt auch die großen Linien, also nicht ein individuelles. Ja. Ne? Und deswegen bitte, bitte das Mikrofon weitergeben, weil hier gibt es noch ganz viele Fragen. Ich möchte noch drei Sätze etwa sagen. Das erste war, wir waren ja die Faschisten. Ich würde Sie bitten, Ihre Frage zu stellen, wenn Sie eine haben. Sonst, ich glaube, hier sind noch einige Wortmeldungen und wir sind in der Zeit schon etwas fortgeschritten. Da würde ich darum bitten. Geben Sie es bitte der Kollegin dort. Danke. Ich glaube, hier vorne ist noch eine Wortmeldung. Ja? Ich würde die Frage gerne an beide Korrespondenten richten. Sie sprachen gerade davon, dass der Journalismus sich hier natürlich gravierend verändert hat, auch in seiner Banalität mittlerweile, wie wir merken. Macht Sie das nicht betroffen als Journalist, wenn sozusagen Ihre Arbeit letztendlich nicht mehr gewertschätzt wird und damit natürlich auch ein gewisses Bild in der Bevölkerung erzeugt wird? Ja, das ist ja ein Geben und Nehmen. Es ist so, dass die Arbeitsbedingungen, wie Christian Neff beschrieben hat, tatsächlich zu einer Hetze der Arbeitszeiten, also man muss 1000 Sachen mehr können, als wir damals mussten, neben unserer Berichterstattung auch noch im Internet unterwegs sein, wenig Zeit für Recherche haben und, ne? Und also sehr internetaffin sein, um überhaupt etwas zusammenzukriegen, das ist sicherlich sehr schwierig, die Gelder sind auch für Reisen nicht mehr so üppig da und, das sind die äußeren Bedingungen. Ich möchte nicht sagen, dass alles banal ist, weil ich habe jetzt immer wieder in den letzten Jahren einzelne Produkte, schlechtes Wort, aber Dokus, Reportagen von leidenschaftlichen Journalisten gesehen, auch alle mit unterschiedlichen Erlebnissen, auch mit unterschiedlichen Perspektiven, ne? Und da habe ich dann immer gedacht, ja, das ist ein guter Beruf und der sollte gewertschätzt werden. Er wird aber in der Bevölkerung manchmal nicht gewertschätzt und das ärgert mich total, wenn Menschen sagen, ihr tickt alle gleich. Also wenn etwas einfach nicht stimmt, ist das die Journalisten alle gleich ticken. Die einen sind marktschreierisch, die anderen sind Zweifler, die dritten arbeiten investigativ und langsam, die vierten machen bunte Stories aus der Welt und. Wenn Sie also, vor allen Dingen, ich rede jetzt von Auslandsberichterstattung, da gibt es noch so viele Unterschiede und deswegen lehne ich ab zu sagen, das ist banal geworden und ich lehne es auch ab zu sagen, die Journalisten schätzen ihre eigene Arbeit nicht mehr wert und die Bevölkerung schätzt das auch nicht mehr wert. Fragen Sie mal Leute, was wäre, wenn es dieses Angebot nicht mehr gäbe? Was würden Sie dann tun? Was würden die wissen ohne Weltspiegel, was auf der Welt los ist? Was würden die wissen? Was würden die wissen, wenn diese Dokus nicht erstellt würden? Was würden die wissen, wenn es in den Magazinen nicht diese Schwerpunkte gibt? Sprechen Sie aber nur einfach Generationen an. Die 30-Jährigen interessieren sich nicht mehr dafür. Ja, aber dann haben wir ja nicht einen Medienkonflikt, sondern einen Generationenkonflikt. Wir haben einen Generationenkonflikt, aber wir haben auch einen Medienkonflikt. Das, was Sie beschreiben, diese Sendung sehen Sie bei Arte um 23 Uhr oder später. Die sehen Sie nicht in den Hauptnachrichten. Die sehen Sie nicht auf dem 20.15 Uhr Sendeplatz. Da sehen wir jeden Tag Mord und Totschlag mittlerweile in unserem deutschen Fernsehen. Also da, wir haben ja Nischenprodukte, wo wir dann sowas noch zeigen können. Und wer sich interessiert, der guckt dann auch sozusagen. Oder der guckt um 0.23 Uhr. Ist ja in der Mediathek, ne? Schon längst. Ja, aber die wenigsten Leute gehen in die Mediathek. Darüber müssen wir uns ganz klar sein. Die meisten Leute, so wie Sie es sagten, die TikToken oder die machen Facebook. Das ist für sie das Interesse. Das ist ihr Kanal und das ist in der Regel doch sehr, sehr banal und sehr geschönt. Aber
Ich würde gerne noch Ihre Meinung dazu wissen wollen. Das eine, was ich vorhin sagte, war Russland-Berichterstattung. Das ist ein Thema für sich. Das, was Sie meinen, ist in der Tat natürlich die Tendenzen, die es heute in der Branche insgesamt gibt. Ich habe mich gerade vorige Woche getroffen mit unserem Korrespondenten in Wien, der wirklich ein Workaholic ist und den ganzen Balkan auch mit bearbeitet, der auch mal Korrespondent übrigens in Moskau gewesen ist, der erzählte mir mal, dass sie eigentlich 50% mehr arbeiten müssen. Also früher hat er eigentlich nur fürs Heft gearbeitet, für den Spiegel, also für die Printausgabe, die ja sozusagen fast schon nicht mehr zeitgemäß ist, hat nur dafür gearbeitet. Jetzt muss er zur gleichen Zeit, also das war die Woche, da hatte er gerade ein Interview mit Michail Saakashvili gemacht, über dessen Mutter im Gefängnis und so, will ich jetzt nicht erläutern. Das kam ins Heft, er musste es aber gleichzeitig aufbereiten für die Online-Seite, für Spiegel Online. Er musste aber fürs Heft gleichzeitig noch Fotos raussuchen, macht ein Redakteur heute selbst. Früher hast du den Fotoredakteur angerufen, der kam mit so und so viel Vorschlägen zur Layout-Konferenz und hat alles schon vorbereitet gehabt, musste jetzt selbst machen. Dann muss er ein Video einspielen, muss ich also irgendwo hinstellen, muss man wieder. Das ist irre, dass wie du bei dieser Masse von Arbeit die Qualität halten, da musst du eigentlich Tag und Nacht arbeiten. Das ist natürlich eine Tendenz, die sieht man jetzt als Medienkonsument nicht unbedingt im Einzelnen, aber wenn man das sieht, wie die Kollegen arbeiten, übrigens für nicht mehr Geld, sondern eigentlich weniger, die Gehälter sind ja auch andere inzwischen, das wird sich alles auswirken. Das ist natürlich wird es dann zumindest an manchen Stellen, klar, aber das ist das, was wir mitgeschaut haben. Trotzdem, es gibt Gott sei Dank genügend Leute und mein Kollege hier aus Wien ist so ein Beispiel, die brennen einfach nach wie vor dafür. Der macht das schon 30 Jahre und selbstaufreibend eigentlich. Der sieht die Themen, der fährt los, der lässt die Familie am Wochenende im Stich und so. Der macht das einfach, weil er das loswerden will. Inwieweit das heute noch repräsentativ ist, weiß ich einfach nicht. Ich kann es nicht mehr einschätzen. Da vorne gibt es noch eine Wortmeldung und ich würde vorschlagen, dass wir dann auch langsam zum Ende kommen. Ja, für mich war es hochinteressant hier zu hören, dass die beiden Journalisten im Podium beide so etwas wie Ratlosigkeit bekundet haben. Sie wüssten nicht, was ist denn da mit den Leuten passiert, mit denen wir zu tun hatten in den 90er oder Nuller Jahren, bei denen zu spüren waren, dass Entspannung, das Wort fiel hier überhaupt noch gar nicht, immer nur Kalter Krieg, dass Entspannung irgendetwas bewirkt hatte, mit denen wir reden konnten, offen reden konnten, die interessante Partner waren, dass unter denen jetzt einige sind, die seltsame Haltungen bekunden in diesem Konflikt. Das war deshalb interessant, weil es mich ähnlich betrifft und meine Kollegen, wir sind Historiker, Zeithistoriker, die sehr viel, sehr häufig in Russland gewesen sind, in der Sowjetunion schon, aber auch in Russland, in Moskau, mit Kollegen zu tun hatten, die offen waren, gesprächsbereit und unter denen heute auch einige sind, deren Haltung wir einfach nicht verstehen konnten. Mir ist also diese Ratlosigkeit irgendwo erklärlich und für mich ist das verständlich. Die Politikwissenschaftlerin dagegen hat dafür eine Erklärung. Da ist das alte Sowjetische wieder hochgekommen, erklärt sie. Das halte ich für ein Klischee. Wenn das so ist, müssten wir uns um unsere geistige Entwicklung überhaupt keine Gedanken machen. Aber auch unsere Medien wirken in einer Weise sozusagen schlecht auf unsere geistige Verfassung und auf unsere Kultur der Diskussion. Deshalb meine Frage, ich will ja nicht nur bewerten, haben Sie denn auch persönliche Erfahrungen mit Menschen in Russland, dass Sie zu dem Urteil kommen, das, was da jetzt an seltsamen Haltungen zutage tritt, muss auf ein sowjetisches Training von Schwarz-Weiß
Interpretation zurückzuführen seien. Ich glaube das nämlich nicht. Das kann ich natürlich sehr kurz beantworten, denn natürlich habe ich persönliche Kontakte. Ich reise ja seit den 90er Jahren, seit fast 30 Jahren regelmäßig nach Russland, bis vor Corona. Insofern habe ich natürlich sehr viele persönliche Kontakte. Aber es ist ja zunächst erstmal ein wissenschaftlich-analytischer Blick, den ich darauf geworfen habe. Ich bin ja auch keine Politikwissenschaftlerin. Ich arbeite nicht mit normativen Modellen, sondern ich bin ja Historikerin. Das heißt, das eine, das ist der wissenschaftliche Blick, und das andere ist natürlich der lebensweltliche Blick. Ich habe ja genauso viele Kontakte. Ich bin genauso häufig im Land gewesen. Ich habe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe Freunde und Freundinnen in Russland. Also insofern gibt es durchaus auch einen persönlichen Blick darauf. Gut, mit diesem sehr eindeutigen Statement würde ich die Diskussion jetzt erstmal auch beenden. Wir haben aber, wie gesagt, noch Gelegenheit irgendwie draußen vorm Saal, gibt es noch Getränke, und dass wir da irgendwie vielleicht die Gespräche noch fortsetzen. Ich danke auf jeden Fall unseren Gästen heute sehr herzlich für Ihre Beiträge hier. Ich glaube, das war doch für alle sehr interessant und aufschlussreich und hat, glaube ich, noch über das, was wir im Grunde genommen mit unseren einfachen Einstiegsfragen irgendwie im Sinn hatten, noch über vieles darüber hinaus den Horizont erweitert. Ich danke Ihnen nochmal ganz herzlich und bedanke mich auch für Ihr Kommen.